Hi Leute, was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Digga. Willkommen back zu einem neuen Stream. Ah, ich hab Discord. Was ist das denn? Discord Voice Chat. Discord nicht in jedem drinne? Den Voice Chat? Ich hatte den Voice Chat, hätte ich doch safe reinkommen, nur bei Global Audio. Was ist das für eine Szene? Aber egal. Da muss ich jetzt nicht reingucken, hab. Eigentlich wollte ich hier nur Musik starten, ne? So. Let's go. Let's go. Let's go. Aber ja, stimmt. Discord wollte ich noch öffnen. Einfach damit die Live-Benachrichtigung auch dort angezeigt wird. So. Ja moin, ja moin, ja moin. Oh, ich habe mir gar nichts mit hier zum Schnacken. Aber egal. Wir finden heute schon was. Denn, ich war heute ein bisschen unterwegs mit dem Fahrrad meiner Eltern, weil als Schrott ist, also mit dem Fahrrad meines Vaters war mal als Schrott ist und habe mir ein bisschen neuen Nagel Lackerino gekauft und auch schon ein bisschen drauf gemacht. So, also ganz verschiedene Töne, in denen ich die mir sehe. So krass, hier habe ich auch krass gefällt, so dann stelle ich nochmal mit Entferner ein bisschen drüber gehen, weil, oh damn, das ist ja echt mies geworden hier. Aber so vielleicht, ja. Ist das eigentlich verboten auf Twitch Mittelfinger zu sagen? Ich weiß gar nicht, aber war auf jeden Fall nicht so gemeint. Twitch-Administration war nicht so gemeint. Ja, der muss auf jeden Fall noch ein bisschen gecleant werden, aber ansonsten. Ja, es gibt auch ein paar Stellen, wo die gecleant werden müssen. Ich stelle nicht so komplett raus. Ich bin da ein bisschen unfertig für, deswegen muss ich danach immer noch ein bisschen an manchen Stellen wieder sauber gemacht werden. Aber im Großen und Ganzen, oh, das ist echt Miss Me. Guck mal, das ist auch so eine Unebenheit, aber die sieht man auch nicht richtig. Aber ja, das muss auf jeden Fall dann noch ein bisschen gesäubert und verfeinert werden dann. Popschutz ist immer noch nicht angekommen. Das stand jetzt, ko konnte nicht geliefert werden. Keine Ahnung warum, irgendwie heute kam ein Paket auch für meinen Bruder an, das konnte perfekt und gut einfach abgeliefert werden. Da hat der Bote auch einfach bei jedem geklingelt so, das ist halt irgendwie anders. Weiß ich von welcher Firma der jetzt wieder war, okay, auch sein, dass es jemand von der anderen Firma war. Aber ja, meine alte Bestellung wurde jetzt einfach komplett wieder storniert. Und ich sollte in den nächsten Tagen irgendwann mein Geld wieder zurückerhalten. Gut, ne? Verzögert sich das dann halt noch ein bisschen mit dem Popschutz dann. Aber cool. Cool. Ja gut, ne? Also gut, weil ich hatte auch nicht Bluey Sachen bestellt. Eigentlich für den als Deko noch für den Hintergrund so. Nicht eigentlich nur für die Bluey News gebaut hätte. Und da habe ich halt einfach ganz simpel ja mit diesen, weil die habe ich sogar noch hier mit einfach diesen ausgedruckten Bildern hier benutzt. Das hier am Ende auch gut gepasst und denke, die werde ich dann einfach, wenn wir nochmal Blue News kommen, immer weiter nutzen. Na, keine Ahnung, vielleicht werde ich aber irgendwie auch süß ein bisschen Blue Merch holen, so. Aber ja.
Warte, was ist das aus dem Discord? Das sieht übelst schmackhaft aus von Kimi Dicker. Jo, Alter, das sieht schmackhaft aus. Sind das so Schupfnudeln? Holy shit. Das sieht echt sehr schmackhaft aus. Und hier sind meine Brownies von gestern Nacht. Die sind leider nicht so krass aufgegangen. Aber der Geschmack war gut. Der Geschmack war gut. Der Geschmack war wenigstens gut und ich hätte irgendwie noch knapp weggeschnappt, so. Vielleicht weil sie eben nicht so aufgegangen sind und eher abschreckend aussahen. Aber ja, Geschmack war gut. Geschmacklich waren sie sehr nice. Und ja. Vielleicht, keine Ahnung, wie man die da noch kriegt, dass sie mehr aufgehen. Da war halt auch nur so, dass man es halt aufs halbe Backblech irgendwie verteilen muss, weil der Teig halt irgendwie nur so für halt ein halbes Backblech ausgelegt war, also das Rezept. Also ja, keine Ahnung, was da los war. Aber ja. Da habe ich auf jeden Fall auch ganz viele Bilder von Bluey-Charakteren einfach ausgedrückt. Und das ist doch auf jeden Fall cool, denke ich. Jawohl. Aber heute gibt es auf jeden Fall, denke ich, wieder eher ein bisschen Laten die Daten. Was sich dann reingepfeffert wird. Das gab's auch schon lange nicht mehr, ne? Aber ich habe auch überlegt, mal wieder Hitman zu machen. Ich habe ja auch Bock zu. Also Clarion weiter machen, weil das habe ich jetzt schon echt lang nicht mehr so getan. Also ja. Aber Layton war auf jeden Fall schon gut. Ich guck mal Streampläne. Ah hier. April das letzte Mal Layton. Ich weiß sogar auch das letzte Mal, dass es das hier live gab, ne? Das gab es auch schon lange nicht mehr. Wir können auch mal wieder machen, ne? Aber irgendwie scheint mir dazu heute nicht so der Sinn tatsächlich. Ich war halt auf jeden Fall heute wieder was eher so in Richtung Nintendo machen. Ich meine, Layton ist nicht fully Nintendo, ne? Aber bist du in die Richtung halt. Und da dachte ich, ja, Layton kann man da schon mal machen. Ich habe ein bisschen Bock wieder zu rätseln. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Bock wieder. Bisschen Rätsel zu knobeln, dies, das. Ja, yeah, ich denke, das wird wieder ganz nice so. Also ja, soll man mal hier in der Game reinstarten. In der Game mit der Lady, mit der Professor. So, also wo haben wir es denn hier? Erstmal natürlich wieder mein DS rausholen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das Programm, wie der DS selbst natürlich hier funktioniert. Ah, hier Open Raw Game. Ah, dann hier. So. Ah, da haben wir es hier. So, dann können wir hier gleich schon mal die Musik wieder ausmachen. Und hier reingehen. Let's go. Okay. Muss jetzt selber mal kurz wieder reinkommen, wo wir eigentlich waren. Also wir waren hier irgendwie aus der Zukunft wieder in die Gegenwart zurückgereist zu dieser Polizei, ne? Zu diesem Inspektor Jamie. Und da sind wir von da schon wieder in die Zukunft zurück. Ich weiß gar nicht. Actually weiß gar nicht, ob wir schon wieder damit zurück in die Zukunft sind. Damn.
Und ich hätte nie gesagt, dass ich immer diese Phrase einfach mal so benutze, ohne damit den Film zu meinen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich dachte immer so, ja klar, man sagt das im Kontext von dem Film, aber dass ich mal random im Satz die quasi erschaffe, ohne wirklich an den Film zu denken, das habe ich gar nicht gemacht. Sick, 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 krasse Brain-Aktivität da war an meiner Stelle. Und let's go, danke für den Follow. Sehr, sehr nice. Moin und Unix da. 978, das geht. Was habe ich das richtige Late Game eingestellt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube. Ja, Unborn Future. How are you doing? Oh, hey. Ja, I'm doing fine. So, I'm actually streaming in German. Most of the time, but nice to have you here. Glad to hear. Oh, that's lovely. But like if you have like any questions in English, I usually also answer the in English. I follow you on Twitter as well, Hadega. Warum auch immer mit dieser gleichen Nachricht? Weil irgendwie fahre ich immer kurz drauf rein. Doch glitter immer dieses I follow you on Twitter as well. Thank you. Ah, oh, gut, okay. Ja, hier verwirrt sich echt jemand, der an Leighton Interesse hat. So. Was heißt die 46 von 46? Also, dass ich 46 rechts hat und 46 gelöst habe. So, what's the plan for today? Or maybe. Today I've planned to play a little bit of Professor Layton in the Unknown Future. And yeah, just continue the game. I think I don't know if how much you know about Professor Layton and like the games, but I think I'm at the point where they are back to the present time. Oh, nice plans, thank you. Okay, dank des Inspektors Hilfe erhält der Professor aufschlussreiche Informationen. Mit neuen Erkenntnissen gewappnet entschließen sich unsere Helden. Ah, wir waren schon wieder da, wo sie zurück in die Zukunft sind. Okay. So. Okay, zurück zum Uhrengeschäft. Oder warte, jetzt sind sie ja schon wieder in der Zukunft. Ja, oder? Jetzt sollten sie zurück in der. Digga, ich sage das jetzt die ganze Zeit aus Versehen, ne? Ich will es eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte das gleich in den Koffer, da ist mal wieder diese Windows-Leiste hochgefahren und ich hatte, wollte die wieder wegmachen, so. So long have you been streaming on Twitch, since, last, September, I think. End of last September. So shorter than like a year. Okay, keep going, man. Thanks. So was aber aus. In was für ein Schlamassel? Oh, das ist wieder dieser Schnurrbart. In was für ein Schlamassel seid ihr dich denn nun wieder hineingeraten? Bitte? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Ich bin nicht das Unschuldsland. Der schlaue Schnurrbart weiß immer, was gespürt wird. Meine Altkleine sind zwar klein und recht versteckt, aber ihnen entgegen nichts. Ich sag nur eins. Dem langen Arm des Gesetzes entschlüpft niemand. Nicht einmal ihr. Ich verstehe nicht ganz. Oh, Gaming Setup, by the way. I have like. I really don't like the specific names actually. I have hours to get them.
Damn, I wanted to make a command with it. I wanted to make the command. Oh, it's looking cool. Oh, thank you, thank you. That's sweet. Yeah, I've got us red and blue lights because otherwise nothing would have worked for like good lighting. So I had to settle in with this option, and yeah, this was the one that like actually kind of worked. So, but I think it looks kind of cool. Yeah, nice combination. Thank you. Okay, du wirst schon sehen, Kleiner. Ich jedenfalls bin immer auf eurer Seite. Hör nur zu rufen und schon ist Schnurrbär zur Stelle. Oh, dankeschön. Ich finde, wir sollten langsam mal weiter, Luke. Ich habe da so eine gewisse Vorahnung. Okay, warte, ist da die Sohngeschäft? Ja, ne? Da ist Sohngeschäft. Luke, erinnerst du dich an das geheime Glockzeichen, das uns der große Luke zeigte? Natürlich. Darf ich, Professor? Okay, welche anderen Games willst du noch? In the last few weeks I actually have not played late that often. But I mostly play Minecraft, started my own SMP actually there. And yeah, I also did some IRL content last week. I traveled to Hamburg and did two IRL streams there. And other than that, I also play Kidman and just like other Nintendo stuff, like Mario Kart, Tomodachi Life, something like that. Okay, hereinspaziert. Boah, war doch diese alte Oma, ne? Willkommen zurück, Professor. Entschuldigen Sie unsere Verspätung. Dürfen wir erfahren, wo Tickle gerade ist? Dort, wo er immer steckt. Er ist im Hinterschimmer und schaut bei der großen Uhr herum. Hehehoho. Nice choice. Oh, thanks. So, also gehen wir nach hinten hier zu dem guten alten Tickle. So, wo ist der Arzt da? Hey, es geht. Willkommen zurück, ihr beiden. Ich nehme an, eure Recherchen waren von Erfolg gekrönt. Ja? Das waren sie. Ich hoffe sehr, dass Luke in der Zukunft vor lauter Warten nicht die Nerven verliert. Let's go. Ich hoffe, dass Luke in der Zukunft vor lauter Warten nicht die Nerven verliert. Aber warum muss er denn warten? Sie können doch einfach wieder genauso den Zeitpunkt zurückreisen, wo sie hingekommen sind, oder? Sind die doof? Er ist so schmarter Rätselmann, der so, muss in der Zukunft nicht warten. So, er kann doch irgendwie genau zu dem Zeitpunkt zurückreisen, wo die auch rausgekommen sind. Ja, der junge Herr wartet überhaupt nicht gerne. Der junge Herr? Habe ich Luke einen Herrn genannt? Entschuldigt, manchmal bin ich einfach unnötig förmlich. Wenn man so viele Jahre mit Kundschaft verkehrt hat wie ich, kann sowas schon mal. We are good at in this. I mean, like, late. I mean, I've haven't gotten any riddles yet. On PC, I did ads on PC via emulator. Oh, nice. Wenn man so viele Jahre mit Kundschaft verkehrt hat wie ich, kann sowas schon mal. Oh, besser, hä? Huh? Da ist jemand an der Tür. Also, why do you have overlays? No, I've actually, like, I thought about overlays, but. Well, like many people actually I thought about overlays, and I know Gabe who also made overlays. He also have
had then my emotes, and I think they come out pretty good. But I don't know if I should ask in overlays. Because like many people on the other stream are we have like a lot of overlapping viewers, and yeah, many people there said they actually preferred like without overlays. They take up like a huge part of the screen. So I think that generally, I think if some people actually like in where it's like simpler, but I like personally I prefer it, so maybe I asked the guy but like I also of course have to look like budget wise yeah, it's personal choice. Yeah. Oh, yeah, I did this a year. I've got like a guy who I trust. Okay. Oh, my typing. Oh my God. Frechheit! Sie können auch hier nicht einfach so hereinmarschieren. Das ist verboten und umgehobelt obendrein. What about logo and banner? You also don't have those. Like regarding that, I'm just like happy right now at the moment. Ja, aber wieder so, ein Twitter. Meine Damen, machen Sie mir keine Schere rein. Ein Polizeibeamter hat keine Zeit für Hofetikette. Was sucht denn Inspektor Jamie hier? Herr Inspektor, Sie haben uns bestattet, stimmt's? Die Dame hat in jedem Fall recht, die Eindringlinge zeugt nicht gerade von gepflegten Manieren. Sie und Ihre Anzeige leiten. Der Premierminister ist nach wie vor verschollen, Mann. Und wenn ich ein paar Ladentüren eintreten muss, um ihn zu finden, dann mache ich das mit Vergnügen. Ich muss schon sagen. Bis Sie mir nicht verraten, was hier gespielt wird, bleibt keine Tür verschont. Keine einzige. Klar? Professor, wie konnten Sie nur? Und du, Luke, von dir hätte ich es nie gedacht. Flora? Ihr beide seid einfach weggelaufen. Und das, obwohl ich euch leckere Gurkenbrote gemacht habe. Wer war sie nochmal? Wer war sie nochmal? Flora, versteh doch bitte. Wir wollen dich nicht unnötig in Gefahr bringen. Das glaube ich nicht. Ihr dachtet bestimmt, ich will euch nur aufhalten. Aber das ist doch gar nicht wahr. Hör mal, wir... Flora, bitte hör zu. Was wir beide hier vorhaben, kann sehr gefährlich werden. Es ist deine eigene... Es gibt doch sonst niemanden her, den ich wenig kenne. Was soll ich denn nur tun, so ganz allein? Die Tapete anstarren, das macht aber keinen Spaß. Absolut keinen Spaß, damit ihr es wisst. Wissen Sie, irgendwie kann ich Flora ja verstehen. Aber Luke, doch, wir dürfen jetzt doch nicht... Layton, eigentlich hat die Kleine gar nicht Unrecht. Sie mögen an ihre Sicherheit denken. Aber wenn das Mädchen sich äußere Sorgen macht. Herr Inspektor, Sie auch? Ich möchte die Diskussion nicht stören. Aber wir müssen jetzt wirklich anfangen. Wir sollten Luke nicht länger warten lassen. Ich muss meine Uhr jetzt wirklich langsam in Gang kriegen. Oder war das mit den Zeitportalen nicht irgendwie so, dass da noch so Zeitportale gab? Und da kommt man irgendwie so zu bestimmten Timeframes oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Also kann sein, dass es irgendwie eine logische Erklärung dazu gibt, warum er doch jetzt in der Zukunft wartet. Aber es sind mehrere Personen anwesend, die nichts mit der Sache zu tun haben.
Was ist denn schon gegen ein bisschen Reisegesellschaft einzuwenden? Auf geht's! Das ist doch Wahnsinn. Wollen Sie denn nicht verstehen? Bitte, Professor, wir müssen uns jetzt aufmachen. Alle Mann festhalten! Festhalten? Wieso festhalten? Wup, wup! Zurück in die Zukunft, let's go! Wup, 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 wup. Ab geht die Post. Endstation, alle Fahrgäste aussteigen. Gütigerletzten, was ist passiert? Stöhn, mir dreht sich schon wieder der Magen um. Was ist hier gerade geschehen, Leighton? Erklären Sie mir das, Mann! Wenn Sie eine Erklärung wünschen, treten Sie einfach durch die Tür. Sie werden sehen. Was für Sie werden sehen? Sie haben es auch... Die haben das doch auch gar nicht gecheckt, so. Dass Sie ins Kuchen, Sie sagen hier so, alles ist so modern, auf einmal sind wir, wenn die Zukunft reicht. Darüber gibt es aber noch keine klaren Beweise. Blablabla. Ich weiß ja nicht, was Sie im Schilde für netten. Aber von mir aus. Los, Barton, Sie kommen mit. Dürfte ich doch bleiben? Mir ist etwas mulmig zumute. Geradezu schwummerig, könnte man sagen. Reiß dich zusammen, Marsch. Los, Abmarsch am Arsch. Au, oh, bitte passen Sie doch auf, Herr Inspektor. Mir ist auch ganz schön schlecht. Alles in Ordnung, Flora? Unsere Reise war wirklich sehr wackelig. Ganz Ihrer Meinung, Zeitreisen sind wahrlich nichts für zarte Gemüter. Ich weiß nicht. Wo ist sie hin? Ach so, sie... Oh nein, Flora! Ja. Hat der noch ein Rätsel für uns, Herr Atze? Die kleine Reise lässt sie anscheinend kalt, Professor. Sie sind wohl inzwischen so etwas wie ein Zeitreise-Veteran geworden, was? Ja, ich gewöhne mich langsam an die Sache. Als angenehm würde ich es dennoch nicht bezeichnen. Ja, kann einen schon ganz schön zusetzen, wenn der eigene Körper durch ein Zeitloch gepresst wird. Sie müssen das bestimmt los. Wenn Sie hier zurück in Ihre Zeit möchten, kommen Sie zu mir. Jetzt kann man jederzeit praktisch wechseln. Oha. Sie sind wirklich ein guter Mensch. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um Ihnen zu helfen. Danke, Tickle. Wenn wir Ihre Hilfe benötigen, werden wir Ihnen auf jeden Fall Bescheid geben. So, also gehen wir mal zum Herrn Inspektor. Oder haben wir noch? Hast du noch ein Rätsel für uns? Hurra! Der Inspektor und Wachmeister warten, hatten es aber ganz schön eilig, nicht wahr? Das können Sie laut sagen. Die beiden werden bestimmt Augenmark da draußen. Hihihoho! Jups! So, hast du ein Rätsel für uns? Nee. Denk nochmal fürs Brettersägen. Beim heutigen Personalmangel kann ich Ihre Hilfe gebrauchen. So, Herr Inspektor. Leighton! Was wird hier gespielt? Was ist mit London geschehen? Herr Inspektor, das ist nach wie vor dieselbe Stadt. Bloß befinden wir uns 10 Jahre in der Zukunft. Aber das ist doch unmöglich. Habe ich nicht recht, Garten? Meinen Sie das ernst, Leighton? Nur eins ist sicher. Dies ist nicht das London, was wir kennen. Zum Diskutieren bleibt mir noch genügend Zeit, nachdem ich meinen Fall gelöst habe. Unser Premierminister soll also auch hier irgendwo in der Zukunft anzutreffen sein, ja? Wir können nicht mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, aber es ist durchaus möglich. Was stehen wir da noch hier rum? Los, Barton, die Pflicht ruft. Finden wir den Premierminister. Herr Inspektor, es würde unsere Erfolgsaussichten erhöhen, wenn wir unsere Bemühungen kombinieren. Fantasieren Sie nicht rum, Leighton. Sie sind und bleiben ein Bürger.
kein Polizist. Spuren sichern, Fährten finden, Entführte retten, das ist meine Aufgabe. Was hat Bart noch zu sagen hier? Geht's Ihnen besser, Herr Wachtmeister? Nein, wo bin ich? Sie sind in der Zukunft. Das ist aus London 10 Jahre nach unserer Zeit, Herr Wachtmeister. Oh, ach du grüne Neune. Bitte bleiben Sie ruhig, es ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen, oh Junge. Der Inspektor ist hier. Es ist alles in Ordnung. Das sagte ich doch gerade. So, oh, da sollen wir rein. Aber das ist auch wieder nur der Uhrenladen, oder? Haben wir doch irgendwas übersehen? Und jetzt haben wir das gleiche hier. Wenn ihr eine kleine Reise vorhabt, dann geht und fragt Tickley. Okay, hier gibt's nur diese Infos nur. Und hier können wir dann wieder nur in die... wieder zurück in die Vergangenheit reisen, ne? So. Ne, okay, das ist alles, was hier gibt. Also ja, gehen wir mal geradeaus weiter. Wo ist der Großlug-Professor? Jetzt, da du fragst. Wir haben hier einen Treffpunkt festgelegt. Oh, damn. Es ist wohl das Vernünftigste, wenn wir Shipley erneut einen Besuch abstatten. Aber natürlich. Er wird uns sicher zu Luke führen. Dann wollen wir uns mal zum Restaurant aufmachen. Der trifft Shipley im Restaurante. So, wer, du warst hier wieder der Schnurrbart-Bert, ne? Sieh an. Wer macht denn da wieder seine Aufwartung? Herr Schnurrbart? Was machen Sie denn hier? Der einzige Gäste. Und wer ist denn euer gefiederter Kumpan dort? Sie meinen, gern wie jawohl. Sehr freut. Na hallo, du kleiner Flattermann. Ihr seht mir noch ein paar zuverlässigen Burschen auf. Ideal für einen kleinen Auftrag. Ich habe in letzter Zeit irrsinnigen Kohldampf auf Pilze. Besonders der taubbraune Tüpfling hat es mir angetan. Und jetzt seid ihr gefragt. Ich will, dass ihr mir ein besonders leckeres Exemplar sucht und vorbeibringt. Taubbrauner Tüpfling, woher sollen wir denn wissen, wie dieser Pilz wächst? Jeremy weiß es. Jeremy holt euch einen. So gefällt mir das. Du bist ein Vogel nach meinem Geschmack. Aber schaffst du das? Aber natürlich, Jeremy ist kein gewöhnlicher Vogel. Jeremy kann nun Lieferflüge für alle Leute unternehmen, die du auf deinem Abenteuer triffst. Oha. Bitte das Papageien-Minispiel im Koffer des Professors, um Jeremy zu helfen. Je mehr Menschen er glücklich macht, desto schlauer wird Jeremy. Schließe genügend Lieferflüge mit Erfolg ab, hilft Jeremy dir bei der Suche nach Hinweismünzen. Versuch so viele Menschen zu beliefern, wie ihr nur könnt. Dann mal ran an den Speck, öffnet euren Koffer und findet dort das Papageien-Minispiel. Wählt dann als nächstes meine ansehnliche Wenigkeit aus, um meinen Auftrag anzunehmen. Na macht schon, ihr wollt euren Freund Schnurrbart doch glücklich machen. Her mit den Leckereien. Taufbraune Tüpflinge sind meine Leib- und Magensteise. Ohne ein Happen ist mein Tag trist und öde. So, dann mal ab in den Koffer hier und dann machen wir mal doch mal dieses kleine Minispiel. Wie scheint, hat sich dein selbstloser kleiner Papagei als Lieferbote gemeldet. Leider werden seine Flugvergehungen durch das Gewicht des Lieferguts wohl weniger elegant ausfallen. Versuche die Hilfe des Papageien abzuschätzen und spanne Seile, um ihn zum Ziel zu geleiten. Es war dieses Minispiel. Zeichne eine Verbindungslinie zwischen zwei Pfosten, um ein Seil für deinen Flattermann zu speichern. Die Anzahl an verfügbaren Seilen hängt dabei von der jeweiligen Lieferung ab. Position und Winkel der Seile bestimmen den weiteren Versuch des Papageien. Ich spanne das Seil so, dass ein gefiederter Bote seine Lieferung so schnell wie möglich ausführt.
Die Seile dürfen sich nicht überschneiden, an jedem Pfosten kann nur ein Seil hängen. Schnüre neu, um alle gespannten Seile zu löschen. Ah, und die Seile sind immer wie Trampolin, ne? Berühre Abfluss, um deinen Papagei auf den Weg zu schicken. Achte gut auf seinen Kurs. Berühre Abbruch, um seinen Flug vorzeitig zu beenden. Landet der Papagei auf einem völlig eben gespannten Seil, springt er so ab wie beim Start. Spannst du mehrere Seile an den richtigen Stellen, kann ein Papagei enorme Höhen erreichen. Meist regiert Kurs, indem du deinen grünen Freund bis zum Empfänger seiner Lieferung führst. Wie ein Papagei auf dem Bild oder fällt er den Abgrund, musst du es erneut versuchen. Die Lieferung muss innerhalb eines Zeitlimits abgeschlossen werden. Achte also auf deine Restzeit. Sieht ein Papagei sämtliche Lieferungen zur Zufriedenheit der Kunden ab, passiert etwas Tolles. So, dann machen wir mal hier die Lieferung. So, okay, dann geht er ja erstmal hier drauf, so. Und dann bounce der hier hoch. Reicht das dann schon, dass er hier hochkommt und dann hier drüber und dann bei dem landet? Ich denke mal schon, oder? Boing. Boing. Boing und oh, oh, oh. Oh ja, 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 ja. Oh, das war sogar ein bisschen zu weit tatsächlich, ne? Wie macht man es denn, dass er weniger weit fliegt? Also vielleicht dann eher auf dem unteren. Warte, wie kann ich jetzt nochmal Seil löschen? Weil dass er dann hier unten eher lang fliegt und dann hier so, so und dann hier so drauf landet. Vielleicht funktioniert das eher. Jo. Jo. Und hier so leicht schräg. Ja, sie haben. Das war nicht so voll Erfolg gekrönt. Also hier fliegt er noch ein bisschen sehr weit. So, kann der maybe hier schon so und dann einfach hier mit etwas weniger Schwung dann da drauf landen so. Reicht das schon? Oh ja, hier drüber reicht schon. Okay, aber das war dann wieder ein bisschen zu flach. Also wir hier einfach so ein langes flaches Teil machen. So in dem Sinne. Hä? Wie kann er denn genau da drauf landen? Oder warte, kann ich auch da durch die Dinger durchbauen? Nee, das geht nicht, ne? Ha. Was vielleicht so? Wird so vielleicht geht, so der Mittel, das ist ja eher so der Mittelweg dann davon. Okay, jetzt geht's in die andere Richtung. Ja, tschüss. Und da ist die Zeit auch abgelaufen. Ja, moin. Ah ne, das ist jetzt dasselbe einfach nochmal, ne? Ah ja, Abbruch. So, vielleicht müssen wir auch was komplett anderes wagen. Also, wir haben auch gar nicht so probiert bis jetzt irgendwas, was in die Richtung auch geht und dann vielleicht hier so. Was macht das denn mit dem? Ja, okay. Das geht nicht. Damn. So, das mal weg. Das mal weg. Also ich glaube, das hier ist ja schon die einzige Option für hier, ne? Und dann macht er so einen Sprung. So tatsächlich irgendwie? Nee. Guck mal, das hier ist ganz flach. Das hier ist ja ganz flach. Guck mal, wir probieren mal das. Das ist ja echt super flach. Und das hier gerade so hier. Nee, das ist schon. Ha? Und das hier dann wieder steiler, ne? Aber vielleicht brauchen wir auch was bisschen steileres. So, hatten wir das? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal probiert haben. Das ist doch eigentlich so am naheliegendsten, ne? Ich denke echt, das hätten wir schon mal probiert, ja. Wie kann man denn so springen lassen, dass er nur da landet? So. Was will ich nutze ich den, aber da kann er da landet er ja nicht drauf, ne? Oh. Und da habe ich jetzt das Seil da vergessen, jawohl. Aber da landet er nicht auf den Teil da, ne? Oder?
Ich glaube, wenn er da drauf landen könnte, wäre das schon mal ein guter Call eigentlich, ne? Und da würde er easy einfach so drauf bouncen. Also, aber da kommt er mit dem, so kommt er ja nicht komplett bis dann nach oben, ne? So. Dann fällt er ja einfach hier runter. Ah, warte, aber können wir vielleicht dann von da so schräg hier nach oben schießen, sodass der hier so rüberkommt und dann auf den Teil. Oh, das könnte vielleicht echt gehen, oder? So, wäre der hier und dann macht er hier so einmal so. Oh, ah, oh, okay. Nicht so wie ich gedacht habe, aber trotzdem richtig. Cool. Du hast den Auftrag Schnurrbartschmaus erfolgreich abgeschlossen. Stark. Sauber. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ein wahrer Prachtfels. Schlabber. Prachtfels. Mach nur so weiter, dann wirst du der beste Lieferpapagei der Welt. Man wird dich lieben. Na was? Weitermachen! Weitermachen! Du hast jemanden mit deinem Lieferflug glücklich gemacht. Das freut mich doch. Das freut mich doch, hier. Ja. Eine glückliche Lieferperson erledigt Lieferung. Wieder fortgeführt. Nee, nicht zurück zum Titelbild, nur aus dem Cover raus, würde ich. Oh, war hier schon dieses Restaurant? Aha. Das schreibe ich jedes Mal aufs Neue, wenn ich den Hut sehe. Würdet ihr bitte gehen? Willst du nochmal? Oh, der hat wieder ein Rätselwurz. Hallo, junge Dame. Oh, Sie sehen nicht wirklich fresh aus. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Keine Sorge, meine kleine Püppchen. Mir geht's kräftig. Prächtig. Ich weiß deine Sorge aber sehr zu schätzen. Als Dank für deine Eigenteilnahme möchte ich dir diese Rätsel reichen. Da ich die ganze Zeit in meiner Tasche steckte, ist hier ein bisschen zerknittert. Aber funktionieren. Funktionieren tue ich alle mal. Oh, 135, was? Auf einmal redet 135, aber gut. Oh ne, so ein Wahlkäse. Hier hast du 8 Einmalgläser mit 4 verschiedenen Marmeladensorten. Farblich sehr schön verdeutlicht. Jede Marmelade wiegt unterschiedlich viel und jeweils 2 Gläser stehen paarweise in einer Kiste. Finde mit Hilfe der Waage heraus, wie viele jede Marmelade in Relation zu den anderen wiegt. Bestimme die Reihenfolge von der schwersten 4 zur leichtesten 1. Und beschrifte sie in der Zahl von 1 bis 4. Denn die stehen paarweise in einer Kiste. So. Okay. Bewegst du erst? Ja, ja. Habe ich schon gecheckt. So, dann gucken wir jetzt mal. Also hier haben wir ja einmal rot und blau. Und grün und blau. Also können wir, wenn wir die wiegen, ja schon mal vergleichen, ob rot oder grün schwerer ist. So, dann wiegen wir das schon mal. So, also ist grün schon mal schwerer als rot. Okay. Dann machen wir hier grün. Grün ist hier unten. Grün ist schwerer als rot. Oder soll ich einfach gleich so ein Ranking machen? Also hier haben wir irgendwo grün. Und da haben wir irgendwo rot. So. Jetzt müssen wir noch blau und orange rausfinden und wo die halt dazwischen sind. So, die Notizen sind jetzt immer noch da, ne? Genau. So, ist noch irgendwas gleich hier. Guck mal, die haben rot und grün hier. Die haben rot. Nee, das einmal. Das in, also in den beiden ist auf jeden Fall noch beides mal grün drin, aber nur einmal rot und blau. Okay. Dann gucken wir hier. Machen wir jetzt da den Vergleich. Okay. Blau ist also auch schwerer als rot. So, blau ist auch schwerer als rot. Warte, aber war grün eben? Ja, grün war eben auch schwerer als rot, ne?
Ne, blau ist auch... Ne, warte. Ne, blau ist schwerer als rot. Und rot ist auch schwerer als grün, ne? Also... Ja, rot ist schwerer als grün, okay. Blau ist schwerer als rot. Und rot ist schwerer als grün. Also das Grün ist aber am leichtesten und Rot und Blau ist der Moment, stand jetzt doch zumindest auf einer Ebene. So. Wie können wir jetzt den Unterschied zwischen Blau und Rot noch machen? Nee, zwischen... Was? Ah ne, Grün und Rot sind jetzt auf einer Ebene, ne? Weil die sind ja leichter. Ne, Grün und Blau. Aber Grün und Blau sind ja auch zusammen. Ah ja, zusammen dürfen die auch sein, aber die haben wir nicht getrennt gewogen, ne? Also Grün und Blau sind jetzt zusammen auf einer Ebene. Ja, also die sind zusammen gleich leicht. Also leichter als rot, ne? Grün und blau sind beide leichter als rot. So. Jetzt gibt es hier die doppelte Orange, ne? Okay, Grün und Blau ist ja stand jetzt gleich leicht. Also gucken wir mal, wie die im Vergleich zu den anderen sind. 2 Orangene sind genauso leicht wie ein grünes und ein blaues. So. Was das bringt, ich weiß nicht. Oder kann man das wie Gleichungen basically ein bisschen auflösen? Kann man das maybe wie Gleichungen maybe ein bisschen auflösen? Wenn er immer dieses größere Eis... Ja, es geht doch, oder? So, also die Erkenntnisse behalten wir uns aber trotzdem mal bei. Die will ich jetzt nur hier kurz mal weg. So, machen wir einfach mal hier so klein in die Ecke. So, grün. Und blau haben wir jetzt im Moment noch keinen Unterschied festgestellt. Und hier haben wir jetzt rot. So. Aber ne, kein Plan, dass das gleich von Echi machen sollte, ne? So. Aber grün und blau ist ja echt die gleiche Wert wie 2 Orangene, ne? Jetzt vergleichen wir es einfach nochmal mit den anderen, so. Aber wenn das gleich viel wert ist, wie Orangene. Also dann müssen jetzt die ja jeweils unterschiedlich sein. Also die müssen ja... Und die müssen ja dann beide schwerer sein als das Orangene, ne? Ne, das ist Orangene schwerer. Aber Rot ist doch schwerer als Blau, oder? Ne, Rot ist doch... leichter als Blau. Wie kann Grün und Blau... dann leichter sein? Ich muss noch mal gucken. Also irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Okay, hier. Hier wäre aber grün und blau. Okay, warte, stimmt, jetzt haben wir es ja eindeutig. Jetzt ist ja blau schwerer als grün. So, das haben wir jetzt schon mal. Blau ist schwerer als grün. Da habe ich eben einen Fehler gemacht. Das haben wir jetzt ja schon eindeutig. Blau ist schwerer als grün. So, keine Ahnung, was ich da eben für dummes Zeug gelaut habe. Aber ja, blau ist ja eindeutig schwerer als grün dann jetzt.
Also die Sphären machen wir mal wieder hier unten hin, ne? Blau und dann machen wir hier grün. Blau ist schwer als grün. War ja eben richtig lustig, ja, okay. Blau ist schwer als grün. Und jetzt können wir das Gewicht von Blau in Relation zu Rot vergleichen, indem wir hier das haben, weil Grün ist ja in beiden Fällen gleich schwer. Okay, Blau ist auch schwerer als Rot. Ah, dann sind Rot und Grün gleich. Dann sind Rot und Grün gleich im Moment. Im Moment ist Rot und Grün gleich. So. Weil das wird ja hier im Prinzip verglichen, ne? Also Rot und Grün sind auf jeden Fall beide leichter als Blau in jedem Falle. Jetzt haben wir die Orangen und Blau und Grün war jetzt zusammen genau gleich leicht wie die Orangen. So. Und jetzt haben wir hier Rot und Grün. Genau. Das ist ja dann leichter, weil ja, Blau ist ja rot und das Ding ist ja dann leichter, so. Okay, was jetzt echt leichter ist, jetzt Rot und Blau oder Rot und Grün? Also wenn Rot und Blau jetzt leichter ist als das. Okay, nee, die sind gleich schwer. Also kann man hier auch wieder eigentlich ein rotes als austauschbares Ding nehmen, weil guck mal hier. Ah ne, die sind ja auch dann lediglich gleich schwer, damn. So. Und hier haben wir einmal. Okay, das Blaue. Ja, da haben wir ja wieder Blau ist leichter als Rot, so. Das haben wir auf jeden Fall wieder klar. So, und hier haben wir dann Orange, die beiden Orangenen. Warte, die sind ja... So, im Vergleich zu Blau. Also sie sind genauso leicht wie Blau und Grün. Aber schwerer als Blau und Rot. Also ist ein Oranges ja schwerer als ein Rotes dann, ne? Also ein Orange ist schwerer als ein Rotes. Und da das so ist, muss dann ja ein Grünes dementsprechend auch leichter sein als ein Rotes, ne? Ein Grünes muss ja dementsprechend auch leichter sein als ein Rotes. Also die Roten sind auf jeden Fall die leichtesten. Und da fehlt nur noch der Abstand zwischen Grün und Orange, ne? Das Blau auf jeden Fall am schwersten. Oder halt Orange noch, ne? So. Damn. Was ist jetzt? So. Ich höre das jetzt so halt zu, was ich da wieder aufnotiert habe. Aber muss ja eigentlich, ne? So. Obwohl Orange ist halt noch ein bisschen weiter außerhalb hier so. Orange könnte immer noch schwerer als auch sein als Blau. So. Wie können wir das jetzt testen? Wie viel ist nochmal Blau und Grün im Vergleich zu Orange? Blau und Grün. Weil Grün wäre dann auf jeden Fall gleich. Ne, das waren ja genau die gleichen. Was ist nochmal Rot und Grün? Okay, das ist schwerer. Aber liegt das am Rot oder am Grün dann? Kann man die Kiste nicht einfach so mixen, so kann ich einfach hier so blub eins aus der einen Kiste rausnehmen und dann das andere reinnehmen. So wäre das doch viel einfacher, also einfach mal hier smart arbeiten. Okay, warte, Grün und Blau, das haben wir ja schon, ja? Blau ist ja leichter als Grün.
So, warte, blau und grün wiegen genauso viel wie zwei Oranges. Und da ein Grün. Warte, wie ist es so? Das ist echt viel leichter, ne? So und so ist gleich, ne? Also ja, blau ist schwer. Also, ich stecke auch gerade auf dem Schlauch. So. Warte, ein blaues und ein grünes. So. Sehr gleich wie orange. Und da grün. Grün ist ja garantiert weniger wert als blau. Also müsste orange ja dann zwischen grün und blau sein, oder? Weil es wiegt ja dann mehr als ein grünes und weniger wie ein blaues. Ne? Ich glaube, so ist der Aal, ja. So, ein grün ist auch weniger als ein rotes, ne? Hat mehr gewogen als ein rotes, genau. So, also würde ich dann sagen, 1 ist rot, 2 ist grün, 3 ist orange und 4 ist blau. So. Warte, wie nochmal? 1 rot, 2 grün, 3 orange, 4 blau. 1 rot, 2 grün. Ah, da ja. 1 rot, 2 grün, 3 orange, 4 blau. 1 rot, 2 grün, 4 orange. Ah, blau. Also ja, das ist einfach die Reihenfolge, ne? Rot, grün, orange, blau. Rot, grün, orange, blau. Rot, grün, orange, blau. Rot, grün, orange, blau. Also rot ist die 1, grün ist die 2, orange ist die 3 und Dings ist die 4. Dann schreiben wir jetzt mal die 2 ordentliche. Let's go, Antwort. Alles oder nichts. Let's go! Jawohl. Ja, das war echt toll. Wunderbar. Gute Macht. Von Schneller leitet die Reihenfolge blau, gelb, grün, rot. Achso, das war gelb eigentlich. Vergleichst du die blaue Kiste mit der rot-grün, merkst du, dass blau schwerer ist als die grün. Bei Vergleichen der rot-blauen Kiste mit der blau-grün zeige ich, dass grün schwerer ist als rot. Da die Kiste mit den beiden zwei gelben Gläsern gleich wäre, ist wie die mit den blauen und grün. Weißt du damit die komplette Reihenfolge? Ja. Hat bei mir ein bisschen gedauert, aber es war auch so mein Gedankengang so mäßig. Rätsel Nummer 135, süße Last ist nun im Rätselmix spielbar. Let's go! Respekt, junge Dame, an dir ist wohl eine Rätselmeisterin vorbeigegangen. Ah, ja. Sie weiß Bescheid. So. Oh, ich habe den Koch gekriegt. Let's go. Also noch ein Rätsel. Du hast direkt auch noch ein Rätsel für mich. Hey da, ihr Guten. Ihr seht ja richtig ausgelaugt aus. Wart ihr etwa den ganzen Tag unterwegs? Nun, ich darf zwar nicht allzu viel verraten, aber es war wirklich kein Tag es war wirklich ein Tag wie kein anderer. Oha, das klingt wirklich aufregend. Was haltet ihr von einer kleinen Stärkunft? Gourmetkost kann ich euch allerdings nicht bieten. Wäre euch denn ein kleines Schinkenbrötchen recht? Ganz frisch, nach Rezept des Hauses. Ein geheimes Spezialrezept. Aber Luke sagt das auch, Digga. Ein Rezept für Schinkenbrötchen? Das klingt ja eigenartig. Was denn so besonders daran? Tja, wir legen sie in einer ganz speziellen Reihenfolge. Und nicht zuletzt haben wir eine geheime Zutat. Jetzt muss ich es nur rasch überlegen, wie ich es belegen soll. Wie war das nochmal? Das Superbrötchen, okay. Und nur ein vielschichtiges Rätsel. Kannst du das Brötchen entsprechend der folgenden Ringe belegen?
Der Schinken liegt höher als der Kartoffelsalat. Zwischen Tomate und Schinken liegt nur das Salatblatt. Der Käse berührt das Brot. Weder der Schinken noch das Salatblatt liegen genau in der Mitte. Okay, das klingt ja eigentlich machbar. Okay. Also der Käse berührt genau das Brot. Warte, also machen wir es schon mal hier. Der kann ja entweder oben oder unten hin. So, ich mache ihn einfach lieber oben. Ja, und der Schinken liegt höher als der Kartoffelsalat. Das ist ja hier schon gegeben. Aber weder der Schinken noch das Salat mit dem genau in der Mitte. Dann packen wir den Schinken einfach nochmal hier direkt unter den Käse. So. Warte, ist das so Schiebepuzzle-Type-Beat hier? So, dann packen wir den Schinken einfach hier nochmal ganz oben hin. Dann ist er nämlich genau in der Mitte. Und den Salat dann nochmal ganz unten. Okay, aber was? Zwischen Tomate und Schinken liegt nur das Salatblatt. Da haben wir natürlich jetzt ein Problem. So, aber jetzt. Warte, zwischen Tomate und Schinken liegt nur das Salatblatt. Aber jetzt liegt das Salatblatt wiederum genau in der Mitte. Aber dann packen wir den Käse einfach nach ganz unten hin. So. Okay, warte, jetzt haben wir, was haben wir? Der Schinken liegt höher als der Kartoffelsalat, check. Zwischen Tomaten und Schinken liegt nur das Salatblatt, haben wir, check. Der Käse berührt das Brot, check. Weder der Schinken noch das Salatblatt liegen genau in der Mitte. Schinken ist da oben, Salatblatt ist auch da oben. Perfekt, ich glaube, das ist so good to go. Das Rätsel ist schon so gut. Oh, das sieht sehr geil aus. Let's go. Habe ich jetzt auch Bock drauf, so. Das ist ein schönes Brötchen, oh. Wäre schon sweet jetzt. Sehr lecker. Das wird Luke schmecken. Easy peasy. Rätsel Nummer 54. Der Superbrüsch ist für... Okay, let's go. Und Dank für eure Hilfe. Und als Belohnung serviere ich euch euren versprochenen Imbiss. Oh Junge, dieses Frisch ist eine wahre Delikatesse. Wer hätte einen gedacht, dass ein einfacher Kartoffelsalat so wunderbar auf ein Schinkenbrötchen passt? Und diese Kruste ergänzt sich so gut mit den Tomaten und dem Käse. Ein wahres Gedicht. Aber es schmeckt doch etwa nicht etwa besser als meine Gurkenbrote, oder? Oh, was ist denn? Hast du dich etwa verschluckt, Kleidermann? Du solltest besser kauen. ja, moin. So, das waren dann hier alle Rätsel. Geh dann mit dir raus zu Shipley ins Restaurant. Was ist da noch? Wir müssen unbedingt nach Shipley suchen. Er sollte sich noch im Restaurant aufhalten. Und da können wir jetzt auf einmal nicht mehr reingehen. So, das andere Restaurant war noch okay, aber hier jetzt nicht mehr. Ah ne, warte, hier sind wir jetzt wieder an dem Ort, wo wir hergekommen sind, ne? Ah, ja, moin. Oder ist das Restaurant, wo Shipley sein sollte? Nee, ne? So, ich weiß gar nicht mehr, wo dieses Restaurant lag. Oh, warte, hier war diese Rätselblume. Ich rate euch aber zu, nach der Blume zu suchen, um sie von der drohenden Rätsellast zu befreien. Du heute kannst besorgen und so weiter und so fort. Ihr kennt den Rest. Warum ist das ausgerechnet wie das Voiceline? Guck mal hier. Alle Rätsel, die mir über den Weg kommen, direkt gelöst, Digga. Ich lass doch keine Rätsel liegen, Digga. Was für Rätselblume. Als ob ich die Rätselblume brauche, Junge. Wer bist du hier? Kleiner Sack. Adeline! So sieht man sich wieder. Na, wie gefällt euch euer kleiner Abstecher in die große Stadt? Abstecher? Bei allem Respekt, meine Damen, aber ich bin hier geboren. Aber klar, aber sicher. Wie konnte ich das je bezweifeln, kleiner Mann? Dürfen wir denn fragen, woher Sie stammen, gnädige Frau? Ich komme nicht aus London, sondern aus Cardiff. Ich habe mein ganzes Leben dort verbracht. Aber vor einiger Zeit musste ich wegen einiger ungewöhnlicher Umstände nach London ziehen. Ist nicht... Wie ist eigentlich jetzt der andere Teil von England? So ist er auch unter der Regierung von diesem anderen Layton, aber ja. Ist es auch so, dass es einfach nur London?
Im Leben ist es nun mal wie im Film. Die besten Dinge passieren ganz unverhofft. Hey, wenn ihr Family-Power seid, dann habe ich hier übrigens noch ein genau das richtige Rätsel für euch. Okay. Piep, 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 Spinnerdom. Auch das noch. Du musst 6 quengelige Kinogänger mit hohen Ansprüchen auf ihre Plätze verweisen. Okay, ist wieder ähnlich wie das Sandwich, nicht so, oder? Weder neben noch hinter C. Auf keinen Fall vorne. C will weder links noch rechts außen. Weder hintere Reihe noch links außen. E, ich will rechts außen sitzen. F, weder vorne noch links außen, bitte. Wie kannst du es allen recht machen? Okay. B will auf keinen Fall vorne. Also packen wir B erstmal hier hin. So. C will auf keinen Fall irgendwie, A will auf keinen Fall irgendwie die Nähe von C. Also packen wir erstmal zum Schluss. Gucken wir, wo da noch Freiplatz frei ist. So, C will weder links noch rechts außen. Also packen wir C mal vorne rechts außen. Dann kann auch A super gut schon mal dahin. E will auch rechts außen sitzen. Gut, das passt so hier. Rechts außen noch ein Platz frei. Ach so, D will weder hintere Reihe noch links außen. Oh, perfekt. Oh, aber F will weder vorne noch links außen sitzen. Okay. Mit wem können wir denn tauschen? Warte, dann tauschen wir einfach C mit F. So. Dann sitzt A jetzt bei C. Da können wir weder vorne. Ach, A will, F will aber noch nicht nach vorne, ne? So, okay, dann machen wir es nochmal so. A will. Weder neben noch hinter C. Also A will weit weg von C. Was mit B? B will einfach auf keinen Fall nach vorne, ne? So, machen wir. Probier es nochmal, okay. Gibt's denn irgendwie schon eine klare? Ne, was ganz Klares gibt's nicht, ne? Aber E will rechts außen sitzen, also hier bei einem von denen so. Können wir uns einfach mal das so aufzeichnen, für wen welcher Sitzplatz in Frage kommt? So, also. Für E kommen ja hier die beiden, also das ist E. B will auf keinen Fall vorne, das heißt für B kommen nur diese hinteren in Frage. Also stand jetzt nur der da. Also das ist B. A ist ja jetzt erstmal egal. A, dann richten wir es einfach nach A so. A machen wir dann dahin, wo kein anderer hin will so. C wiederum packen wir dann weder links noch rechts außen. Also C will nur in die Mitte. C will nur in die Mitte. Weder links noch rechts außen. Okay. D will weder hintere Reihe noch links außen. Also D hier in die Area. D in hier die Area. So. E will rechts außen sitzen. Ja, haben wir schon. Okay, und F will weder vorne noch links außen sitzen. Also so. Na, das ist aber eine Scheißfarbe. Warte, das machen wir nochmal anders. Warte, kann ich jetzt nicht einfach so eine Linie rückgängig machen? Okay, warte, dann übermalen wir die einfach nochmal hier so. Hoffen, dass da keine Verwirrung entsteht. So, also von der Platz wird ja gar nicht streitig gemacht, ne? So. Vor der Platz wird ja gar nicht streitig gemacht. So, und hier der Platz wird auch ja gar nicht streitig gemacht. Da kann ja schon mal B hin, weil B will einfach nur nicht ganz vorne. Das ist der einzige Platz, der da hin. Also da kann schon mal B hin. Dann A, den Platz will hier keiner so. Also machen wir es hier auch mal so. Zack, zack. So, als nächstes haben wir dann C. A will ja nicht neben C. Also W. Und C will weder links noch rechts außen. Also die bleibt, dann haben wir halt den grünen Kreis. Und da vorne,
neben A ist, geht dann nur hinten für C. So. Jetzt noch die drei Plätze frei. So, jetzt haben wir noch D, E und F. F muss ich schon einzeichnen. Ah, habe ich so schon eingezeichnet. So. Also würde ich sagen, D machen wir dann vorne die Mitte, E dann vorne rechts und F dann hinten rechts. Also D, E, F quasi. D, E, F. Aber jetzt gucken wir nochmal nach und checken nochmal alles. Aber ich glaube, alles müsste ja sehen. A will weder neben noch hinter C. Ist okay. B auf keinen Fall vorne. Ist so. C will weder links noch rechts außen. Ja, das ist der Mitte. Passt. D will weder hintere Reihe noch rechts außen. Ist vorne und in der Mitte. E will rechts außen sitzen, macht E. F will weder vorne links noch außen. Weder vorne links noch außen. Ah ne, das ist rechts außen. Damn. Glück gehabt. Ich. Glück gehabt. Wow. Und den links sieht es auch nicht links außen, ne? Let's go. Damit sollte alles passen. Wie wäre es hiermit? Let's go! Ich wusste es. Jawohl, stark. Sie kann bloß auf einem der mittleren Sätze vorne oder hinten sitzen. Wenn du die extra Beteiligten berücksichtigst, ist am Ende nur diese Sitzverteilung möglich. Let's go. Habe ich gecheckt. Stimmt, das ist die richtige Lösung. Viel Spaß noch bei eurer Tour durch London, ihr lieben Touristen. Wie oft soll ich denn noch sagen, ich komme selbst aus London. Aber klar doch, kleiner Mann. Viel Spaß auch in der großen Stadt. Ich geb's auf. Alins Accessoires. Oh, neuer Lieferflug für Germi. Oh, den gucken wir uns nochmal an. So, Alins Accessoires. Okay. Oh, der sieht aber kompliziert aus. Und wollen wir der alten, betagten Dame auf jeden Fall. Guck mal, so geht's ja aber, ne? So geht das ja. So, und dann bounce der hier. Bounce der dann schon darüber? Das weiß ich ja nicht, ne? Aber so wird es vielleicht so schon gehen. Ah, ne. Das geht so nicht. Abbruch. So. Aber so würde ich auch deren zurückbouncen, wenn ich da dieses Seil spannen würde, ne? So, machen wir nochmal neu. Ah, da muss er auf jeden Fall hier irgendwie in die Richtung so ein Fangseil haben. So, das ist ja eigentlich sicher. Und vielleicht hier so? Kann ja schon so oder hoch? Aber ich will jetzt aber testweise machen. So. Kann ich so, aber dann fliegt er auch einfach nur dagegen, das Teil, oder? Ja, dann landet er ja einfach so auf der Plattform. Ne, also das ist also auch nicht. Einfach so vielleicht? Erst also, dass er auf ganz flach angelegt einfach hier kommt. Ja, aber dann geht er ja wieder darüber. Also, maybe. Keine Ahnung. Nein, okay, das lässt sich aber nur noch schneller abkratzen. So. Aber irgendwie muss der Papagei ja aufgehalten werden. Hat er. Kann ich vielleicht hier dieses Seil dann so spannen und dann, dass er so bounced? Oh, das könnte maybe gehen. Aber nee, selbst dafür ist es schon zu klein, ne? So. Ne, das. Ha? Vielleicht eher so. Das hier, guck mal, das hier ist eine gerade Fläche. So, geht das? Funktioniert das einfach so schon?
Aber dann lädst du hier da wieder die andere Richtung, ne? Wie verhindere ich das, dass er da in die andere Richtung fliegt von dem Seil aus? Einfach indem ich das spanne, so geht das? Ah ne, dann geht er da drüber. Ah, warte, aber kann ich hier noch ein Seil spannen und moin, Noah, was geht? Ich bin gerade ein bisschen am Laten am Zocken. So. Muss probieren, ob ich dieses Rätsel checke. So, warte, wenn ich jetzt der hier so macht. Ah, ja, dann kommt er wieder hier so. Ah, ja, jetzt geht's. Let's go. Und einmal Adelines Accessoires abgeschlossen. So. Welch betörender Duft. Ja, das ist genau das Richtige. Danke, mein gefiederter Geselle. Oh. Rosendorf liegt in der Luft. Ja. Haha, und ein Dichter ist er auch. Welch außergewöhnlicher Flattermann. Ach, huhu. Sag mal so, der Sing hat vergessen, so zu schreiben. Oh mein Gott. Fuck, voll Sing vergessen. Sorry, shit. Oh damn, sorry. Aber warte. Magier hat keine Höhe in Systemanforderungen als fucking. Hat höhere Systemanforderungen als fucking Dark Souls 3. Damn. Ja, manche ist mittlerweile echt heavy game, habe ich auch bei meinem alten PC gemerkt. Dachte ich ein bisschen Mario kann man ja checken, aber nö. Ging nicht. Oh ja, sorry, Digga, hab ich Steam voll vergessen. Aber ja, tut mir echt leid, aber auch technisch eher ein Reinfall gewesen. So, hast du dann probiert Minecraft zu spielen oder war das einfach aus Experte dann? Also aus Erfahrung dann schon. Oh. Naja. Das hier an meiner Lieferung glücklich macht. Let's go. Boah, früher war Minecraft voll das Low-End-Hardware-Game gewesen. Heute brauchen wir dafür einen NASA-PC. Ja, sehe ich auf jeden Fall. Weil, als ich meine ersten Schüsse gemacht habe, hatte ich ja noch. Da war es doch in Englisch dann, ja. Das war ganz wilde Zeit. Ja, aber ich da meine erste Süße gemacht, da ich auch so Minecraft easy Minecraft, Digga, wissen Minecraft, so was für. Ich meine, Minecraft, Digga, das lief in 2011 auf irgendwelchen Treasure-PCs, so. Und, ja, ich habe ja auch gemerkt, dass es nicht mehr so ist, wie es mal vor längerer Zeit war. Aber ja. Oh. Sorry, aber bin ein bisschen müde. So, aber back to late. Wir müssen immer noch diesen Chipley. Ich habe, by the way, vergessen, wer das war, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, wer dieser Chipley war. Mir ist gerade etwas eingefallen, Luke. Was denn, Professor? Wir haben Flora noch gar nicht über unsere Situation ausgeführt. Stimmt. Oh, Sie haben recht. Das ist mir ja völlig entfallen. Hey, nicht schlimm. Ich bin schon froh, bei euch sein zu dürfen. Das freut mich, Flora. Trotzdem sollten wir besser schnell zum Hotel gehen und dir alles erklären. Verstanden, Professor. Gehe ich zum Hotelzimmer. Okay. Aber wer ist er denn? Oh, das ist dieser Narrenbohrbube, ne? Dingelding, dingeldongdong. Wer ist denn dieses hinreißende Fräulein, das euch da begleitet? Wie bitte? Ach,
du meinst Laura. Oh. Also an sich liegt meistens bei uns ziemlich gut, aber es gab 10 bis 20 Sekunden ultralangen Ruckler, wo man nicht reagieren kann, was das Game für mich und Spieler gemacht hat. Dann wollte ich auf Zelda BOTW-Mann ausweichen, aber mein Switch war nicht aufgeladen und dann habe ich mit Dark Souls 2-3 probiert, was dann auch gut lief. Also ich habe mir vorgestellt, dass Minecraft halt über die Zeit noch Updates gekriegt hat und Dark Souls bald weniger. Aber ja, Minecraft bei mir damals, du siehst, hat auch relativ gut gelaufen. Aber das hat halt da im Gegenzug dazu geführt, dass halt OBS deswegen halt gar nicht mehr gut gelaufen ist. Und ist dann halt auch voll die Aussetzer vom Stream gab und sowas. Das ist halt deswegen auch darauf. Und Dark Souls 2 dann probiert. Okay, hast du Wort noch online gestellt? Aber ja, so 10 bis 20 lange, so ultra lange Ruckler, na, das ist echt unspielbar dann. Ich meine, ich habe ja schon viel durchgemacht, so, also, da sage ich bei meinen ersten hatte ich auch immer so eine ganz billige Capture-Card und ich hatte nur einen Monitor. Das heißt, ich war halt gezwungen dadurch dazu, dass ich halt alles einfach über OBS laufen lasse. Ja, dann konnte ich halt nur über OBS das sehen von der Capture-Card, weil ich halt nur einen Bildschirm hatte. Oder nicht Capture Card und halt das Bild vom HDMI, also das Direktbild quasi haben konnte, sondern halt nur das dann, was am PC halt von der Capture Card angekommen ist. Und ja, deswegen hatte ich da auch immer ein bisschen Delay so. Ja, was sind halt so Sachen wie Animal Crossing oder so. Das war halt schon irgendwie möglich zum Aufnehmen, aber jetzt sowas wie Mario Kart oder so, oder halt actually wirklich so ein bisschen schnelle Reflexe. Also Animal Crossing ging manchmal auch nicht so. Zum Beispiel schon dieses Fitness-Training in Animal Crossing, dieses Morgen-Gymnastik, das ging bei mir schon nicht. Bro, auf demselben PC habe ich jetzt sagen, Minecraft ein Shader mit 100 FPS immer konsistent gut lief, aber dann hatte ich ein paar Mods an und dann lief alles schlecht. Ja, sehe ich. Ich hatte auch, auf meinem alten PC hatte ich ein paar Mods drin. Also was heißt, ich hatte übertrieben viel, so viele Mods auf meinem alten PC drauf. Das war auch ruckelig, aber es waren aber auch echt viele, also das war eine fucking große Menge an Mods, die ich da hatte. Das war nicht viel, nur 3 bis 4 höchstens. Oh, okay. Aber mir wäre das halt wirklich viel und das hat trotzdem funktioniert, aber dann mit Steam so gar nicht mehr. Und das war halt wirklich Vanilla. Und so, aber ja. Ach, du meinst Flora. Ding, ding, ding. Korrekt. Sie hat aber auch einen bezaubernden Namen. Du musst mich ihr einfach vorstellen. Wer ist das denn? Hallo da. Bist ein Freund von Luke? Es freut mich, dich kennenzulernen. Ding, ding, ding. Ja, Luke und ich, wir kennen uns schon ewig. Wir sind ganz dicke Freunde. Einen wundervollen Tag noch, liebe Flora. Komisch. Ich wusste gar nicht, dass du so von mir denkst, Max. So, wer bist du? Hast du ein Rätsel für uns? Und ich will dich mit dem Max Gietenmann da sprechen. Ist das Wetter heute nicht wundervoll? Ja, gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. An Tagen wie diesen backe ich immer ein Frickblätzchen. Und bei Dark Souls war ich schon so ausgelockt, dass ich jetzt geschissen bekommen habe und dann verzeiht zur Seite immer schlechter wurde. Jetzt habe ich aber auch Polstein vergessen und irgendwie keine Benachrichtigung bekommen oder bemerkt. Sei dafür. Jedenfalls habe ich halt Sky TV vom Rock am Ring geguckt. Ähm,
Allerdings, warte, allerdings habe ich irgendein Problem und konnte darum noch kein einziges genießen. Würdet ihr vielleicht dabei helfen? Natürlich gibt es dann auch etwas Süßes für seine Mühen. Eine süße Belohnung? Nun, wie könnte ich dir da deine Bitte abschlagen? Kicks well, let's go. Rätsel 30? Haben wir Rätsel 30 noch nicht gelöst? Oh, damn. Es sind 15 Kekse auszuteilen. Die erste Person isst eine und verteilt den Rest in gleichen Teilen an zwei weitere Personen. Diese essen ebenfalls jeweils einen, verteilen auf dieselbe Weise ihre übrigen Kekse an zwei weitere Personen und so weiter, bis alle Kekse verputzt sind. Es dauert genau eine Minute, bis Zeit wird, deine Kekse zu essen. Die Zeit zum Verteilen kannst du dabei ignorieren. Zudem sind genügend Leute da, um alle Kekse auszuladen. Wie lange dauert es, bis die Kekse aufgeteilt sind? Und Minecraft läuft ja auch noch nativ unter Linux. Dark Souls lief über ein Kompatibilitätslayer. Kompatibilitätslayer und lief trotzdem besser. Lief über ein Kompatibilitätslayer unter Linux und lief trotzdem besser so. Und das Rätsel ist eigentlich, dass sie einfach nur immer mal 2 rechnen, oder? Also einfach das Quadrat im Ende. Bis halt 16 sind. Und 2 hoch, was sind 16? 2 hoch 4 ist 16, ne? 2 hoch 2 ist 2, ja? Nee. 2 hoch 2 ist 4, ja. Ja, moin. 2 hoch 2 ist 4, 2 hoch 3 ist 8, 2 hoch 4 ist 16. Also 4 Runden, ne? Was sind ja 15, also mindestens bis die Kekse alle sind, dauert es ja 4 Minuten dann, oder? Obwohl. Na. Weil am Ende sind es ja keine 16 Kekse mehr. So, dann sind ja schon die Hälfte wieder weg. Okay. Wir machen ein kleines Notiz, so. Am Anfang haben wir hier, warte, das machen wir hier mit der klaren Farbe. So, ich glaube, weiß ja, ich liege ziemlich klar. Und dann haben wir hier die erste Person mit einem Keks. Und die geht da rum und verteilt das dann, die Keks an 2 und 3. Und pro Vergabe gibt es ja immer einen Keks mehr. Und dann haben wir hier 2 und 3, dann haben wir hier, vier, fünf, sechs, sieben. Dann haben wir hier acht, neun, zehn, elf, 12, 13, 14, 15. Aber trotzdem 4 Minuten. Gut. Alles klar. So, ja. 4 Minuten trotzdem noch. Okay. So, 4. Ist das eine 4? Ja, das erkennt das hier. Let's go. Eine Sauklaue. Let's go! Richtig! Weiteres Rätsel gelöst. Weil das hier, ich will das Dark einfach besser funktioniert, so als Minecraft, was extra für Linux ausgelegt wird, Digga. Aber ja, okay, die haben das auch mit so einem Baum gemacht, aber weniger kompliziert als, also keine Ahnung, mehr kompliziert als ich, finde ich persönlich. Also mit meinem habe ich es besser verstanden mit meinem Bäumchen. Gebacken schmeckt so viel besser als mit anderen Teilen, nicht wahr? Oh, nom nom nom, absolut. Ne, freut mich, dass du es auch so siehst. Du hast den Anorak als neuen Aufkleber freigeschaltet, let's go.
Anorak auf, ja, wild, wild, wild. Hast du jetzt noch ein Rätsel? Oh, der hat echt ein Rätsel für mich. Mann, Mann, Mann. Wieso machen Sie denn so ein langes Gesicht? Sind Sie etwa entfernt? Bostro hat mir gerade eine Schelle verpasst, weil ich nicht pariert habe. Dieser Vogel hat doch tatsächlich behauptet, ein Affe könnte meine Aufgabe besser erfüllen. Ich glaube, ich bin im Zoo. Puh, ich... Wieso erzähl ich dir, Knebs, das eigentlich? Game unter Linux ist aber für mich besser als die meisten denken. Ah, okay, okay. Ja, keine Ahnung. Muss da viel halt noch umstellen. Also muss da viel halt mit so Kompatibilitätslayern machen. Jetzt zum Beispiel bei Dark Souls. Oder ist eigentlich viel verfügbar, so wie... Kann man da auch Steam einfach holen so? Oder muss das halt alles erst rumwuppen so? Was fragen Sie mich das? Oh, kommst du wohl ganz schlau vor, mich so aus meiner Reserve zu erlocken. Das Lachen wird dir vergehen, wenn du dich mit meinem Rätsel misst, du. Besser, besser, du. Okay, gucken wir hier das Rätsel. Rätsel 31, oder welche Perge spitten, ne? Karten lügen wollt. Die drei Jungs A, B und C spielen ein Spiel, in dem zehn verdeckt liegende Kartenpaare gefunden werden müssen. Sie sagen, ich habe zu Beginn in einem Zug 10 Paare aufgedeckt. B sagt, ich habe zu Beginn in einem Zug 9 Paare aufgedeckt. C sagt, ich habe zu Beginn in einem Zug 8 Paare aufgedeckt. Moment, da flunkert doch einer. Nur wer? Er spielt ein Spiel, in dem zehn verdeckt liegende Kartenpaare gefunden werden müssen. Warte, was? A, B und C und 10 verdeckt liegende Kartenpaare gefunden werden müssen. Ich check das Game nicht. 10 verdeckt liegende Kartenpaare. Komm, aber die Kompatibilitätslayer zu installieren ist super easy. Es gibt einen nativen Steam Client oder Linux, den installierst du, machst in den Einstellungen von Steam einen Klick und schon kannst du viele Singleplayer mit Kompatibilitätslayer probieren. Ah, okay, easy. Aber ich check das Rätsel nicht, weil die drei Jungs spielen ein Spiel, in dem die 10 verdeckt liegende Kartenpaare finden müssen. Aber wie können die denn gleich zu Beginn? Dann muss ja A lügen, oder? Weil wenn A 10 verdeckte Kartenpaare aufdeckt, aber dann können die anderen doch auch nicht 9 aufdecken, so wenn A schon. Aber wenn A lügt und dann B sagt 9 aufgedeckt. Dann könnte auch C auch keine 8 anlegen. Also da flunkert ja nicht nur einer. Da müssen ja nur 10 Paare gefunden werden. Ich check das absolut nicht, hä? Ich sag jetzt einfach mal A. Nee, okay. Denk nochmal gut drüber nach. Cool, cooler Hinweis, Digga. Hä? Oh Gott, ich check das nicht. Die müssen doch nur 10 verdeckt liegende Kartenpaare gefunden werden, oder? Das kann ja nicht sein, dass irgendwie was ungerade Zahl ist, ne? Weil das macht ja nichts, sind ja die Paare und nicht nur die einzelnen Karten. Ja, ich sag mal C dann. Keine Ahnung wieso, aber ich sag's. Ja, okay, Bro. Also dann nochmal von vorne. Ja, okay, dann könnte ja nur B sein dann noch. Keine Ahnung warum, aber ist das also.
wird arschwenig Pickerat, aber egal. Manchmal muss man auch einfach reinscheißen, ne? Das ist meine Antwort. So. Let's go. Aber warum jetzt? Ja, außer das vielleicht. Junge, B lügt. Aber wenn man 9 Karre aufdeckt, muss das letzte... Ach so. Ach so. Soll ich gerne auch so das Resident Evil 4 Remake spielen unter Links ohne Probleme? Ah, okay, okay. Ach so, ach so. Also das waren dann aber verschiedene Games so. Gut. Puh, du bist ja gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Aber blöd siehst du trotzdem aus. Ha! Ja moin. Wie frech einfach. Wie frech. Einfach. Ja. Aber ja, hier dann die beiden Rätsel. Wenn man sich informieren will, wie gut ein Spiel über Linux läuft, sollte man am besten auf die Seite ProtonDB oder so gehen und dort recherchieren, wie die Spiele laufen. Ah, okay. Aber so von offizieller Seite ist es nicht. Oder das, ist es dann von Steam selbst eigentlich, diese Einbindungen? Oder ist es dann als Mods oder irgendwie so? Oder keine Ahnung, Programme. Was auch immer. So, ist das jetzt Shiplader? Ne, das ist ein Markotsch. Wir lassen sie besser schlafen. Jo, das ist eine gute Idee. Ist das Shipley? Ne, das ist Becky. Boah. ProtonDB ist die Plattform, um Kompatibilität von Spielen unter Linux zu bringen. Na, okay, okay. Willkommen zurück im Hotel Duke. Oh, und wer ist denn diese junge Dame? Ich heiße Flora, ich bin so etwas wie ein Gast von Luke und dem Professor. Okay. Also, ich bin hier nachgelaufen, weil sie mich allein zurückgelassen haben. Die beiden tun das nämlich ständig. Und ehrlich gesagt, mache ich jetzt mal traurig und... Oh, Verzeihung, ich habe wieder zu viel dahergeplappert, stimmt's? Ja, Flora. Du musst verstehen, Becky. Flora mag manchmal etwas eigenwirken, wenn sie neue Leute kennenlernt. Ach, ich würde auch nie Schlechtes über unsere Gäste denken. Omi würde mir den Kopf zurechtrücken. Ich, bin dann mal weg. Schönen Tag noch. Meine Spieler haben aber mittlerweile Goldstatus bei ProtonDB. Ja, das ist cool. Becky, bitte denk jetzt schlecht von uns, nachdem Flora dir das erzählt hat. Dir, sie hat auch gerade gesagt, sie würde dich Schlechtes denken. Bist du eigentlich taub, Luke, hä? Ach, was für ein reizendes Zimmerchen. Schön, dass es dir gefällt, Liebes. Wir werden später nach einem eigenen Zimmer für dich fragen. Ach, das ist nicht nötig. Ich bleibe einfach hier und wir stellen ein Paar-Event auf. Luke, du bist der Kleinste von uns. Hier, du kannst auf diesem Sesselchen dort schlafen. Dann nehme ich das eine Bett und der Professor schläft in dem anderen. Machst du Witze? Wie soll ich mich denn hier ganz in den engen Sessel quetschen? Ja, klären das später. Einverstanden? Als erstes sollten wir dir erzählen, was uns bisher widerfahren ist, Flora. Stimmt, Professor. Was wird hier überhaupt gespielt? Valve investiert zum Beispiel momentan viel Geld in Linux als Gaming-Plattform. Das Steam Deck wird zum Beispiel zu 100% mit Linux betrieben. Echt? Oha, krass. Das will ich dann zu 100% damit. Jo. Das wusste ich überhaupt nicht. Let's go.
In der Stadt, die Stadt, in der wir uns befinden, mag Lundert Lene. Doch sie ist eine völlig andere. Sie ist weitaus gefährlicher als London, als das London, das du kennst. Was meinen Sie? Es ist so. Wie es sich Zeit gereicht. Dieses London, wie es in 10 Jahren in der Zukunft aussieht. Was? Wir stehen in Kontakt mit einem jungen Mann, der sich Luke Triton nennt. Ganz genau, wir sprechen von unserem Luke hier. Ihm zufolge wurde aus mir in jenen 10 Jahren ein überaus unerquicklicher Zeitgenosse. Hier, im London der Zukunft, scheine ich ein Erzschurke zu sein, der diese Stadt beherrscht. Zusammen mit uns will Luke mein böses alter Ego ausfalten. Das ist ja eine unheimlich komplizierte Geschichte. Hast du alles verstanden? Also jeder, der sagt, dass dieses Gameplattform kacke sei und dann wird dabei mit einem Cinecdale und die Konsole super findet, soll mal über die Aussage, soll über diese Aussage zweimal nachdenken. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, ist ja auch nicht mehr so, dass so Gaming-Plattformen irgendwie sich gegenseitig gebasht werden oder Betriebssystem oder irgendwie, das hat ja zum Glück nachgelassen, dass auch einfach eine unnötige Debatte ist, so, keine Ahnung, jeder nutzt einfach das, was er, womit er so am meisten, am bequemsten vorankommen kann, so, was so am idealsten für einen ist, so, dann passt es doch. Hast du alles verstanden? Ich glaube schon. Kannst du dir den Professor als Unterweltboss vorstellen? Das muss ich mit eigenen Augen sehen. Hey, Luke, ich hätte da eine Frage. Was denn? Wenn sowohl du als auch der Professor ein Gegenstück in dieser Zeit habt, sollte es mich dann nicht hier auch hier geben? Klar, ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Aber eine Erwachsene-Flora habt ihr nicht getroffen, oder? Ich denke, dass das Gaming-Plattform nicht perfekt ist, weil Spiele, die Anti-Cheat-Software erfordern werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Ah, okay. Ja, deswegen wahrscheinlich auch dann eher Singleplayer-Games, ne? Ja, weil Multiplayer-Games halt meistens Anti-Cheat haben, ne? Nein, zumindest noch nicht. Aber habt ihr euch nicht ein wenig gesorgt? Eigentlich hatten wir unheimlich viel zu tun, seit es um CF erschien und... Nun, ich frage mich, was in dieser Zeit aus mir geworden ist, wisst ihr? Also, wir sollten wohl langsam aufbrechen. Weißt du, Flora, das Restaurant, zu dem wir uns geben sollen, ist der beste in London sein. Oh, wirklich? Oh, wirklich? Na gut, dann wollen wir uns beeilen. Puh, danke, Professor. Da haben Sie ja schnell reagiert. So, wo war jetzt noch mit dieses Restaurante? Oh, wer sind Sie denn hier? Fucking Chiarimundi? Die Grand El Mona! Oh, die Welt ist klein, nicht wahr, Herschel? Sind Sie wohl auf? Das bin ich, danke. Sie wirken aus überaus frisch und ausgeruscht. Ach, was sagen Sie da? Meine alten Knochen lamentieren von Tag zu Tag mehr. Aber ich gebe mich dem Schicksal des Lebensabends hin. Alt und grau werde ich. Oder sagen wir lieber silbergrau. So wie meine Haare. Ja? Ja, die sind mir als erstes an ihn ausgefallen. Man sagt, ein vornehmes Silber verleihe einem Mann Klasse. Mein braunes Haar war mir genehmer. Ich habe Ihnen vorbehaltlos etwas mitzuteilen, Herschel. Sie genießen mein Vertrauen. Andere mögen Ihren Namen besudeln, doch ich werde nie an Ihnen zweifeln. Was für ein Schreck, Professor. Gerade eben noch sprachen wir dem Herr Dekan und nun treffen wir ihn wieder. 10 Jahre später. Ja, die Zeit hat wirklich ihre Spuren an ihm hinterlassen. Ist irgendwas? Oh nein, überhaupt nicht. Ich muss nur kurz nachdenken. Lass uns aufbrechen. Also es verbessert sich auch immer stetig, zum Beispiel das Werf.
wie Linux als Betriebssystem nicht perfekt ist, aber sich konstant weiterentwickelt. Ja, aber perfekt ist ja auch kein Betriebssystem so. Aber interessant, dass sich das dann noch so weiterentwickelt. Oh, hast du wieder auch ein Rätsel und so? So viele Rätsel, lies mal. Mann, diese Wachschichten sind vielleicht schnarchig. Und halt mich mal ein wenig, Kleiner, hier. Ist dieses Rätsel für mich. Genau. Jetzt ist 56, okay. 5 Stempel. Was haben wir hier? Hier sind 5 Zahlenstempel. Füll die Lücken der Gleichung auf dem Touchscreen so mit den Schalen, dass die Rechnung aufgeht. In jeder Löffel passt jeweils nur eine einstellige Zahl. Aber es soll so wenige Stempel wie möglich verwendet werden. Markiere die Stempel, die du verwenden möchtest und berühre Antwort. Okay, das klingt ja eigentlich relativ simpel. Oder? Oh, ist der Trick, dass man statt die 5, statt einer 5 eine 2 verwendet? Aber dass man die 5 umdreht, sodass eine 2 wird? Ist das der Trick? So, also ich glaube, hier soll ja auf jeden Fall schon mal 7 rein, ne? Also der, ich glaube, das ist doch safe der Trick, dass man die 5 umträgt, sodass es eine Zahl wird. Das ist doch so hardcore der Trick, ne? Und dann hat man hier 3 plus 2 plus 2 sind 7. Das ist doch so hardcore der Trick. Ich hab's. Das ist meine Antwort. Nicht? Also, na. Vorne. Schau dir die 5 Stempel genau an. Ja, hä, das. Als ob das nicht der Trick ist, hä? Ich hab das mit wenigen Stempeln gelöst. Ich dachte, das wäre das Rätsel, das wäre die Lösung des Rätsels. Oder ist es, dass man die 9 verwendet? Also, dass man quasi die 9 als höchste Zahl hat. Und dann macht man das so, macht halt irgendwie, dass es 9 ergibt. Also 3 oder 5 plus 4. Aber 5 plus 4 ist dann wieder zu hoch, ne? Weil da brauchen wir ja 3 Zahlendinger. So, also vielleicht 5, 2 und 5 und 4 halt, dass es so ist. Aber das ist quasi die Sinn, aber dann hätte ich ja eben eine Lösung gefunden, die einfach noch einfacher ist. Nee, okay. Also dann nochmal von vorne. Ich höre die 5 Stempel genauer an. So. Aber ja, damit können wir auf jeden Fall einen neuen Stempel. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Trick dahinter. Und moin, Dad, Louis, was geht? Und weißt du was? Ja, moin. Das finde ich gerade ein Rätsel. Wir haben ja hier Stempel. Und ja, wir sollen die Lücke mit den Stempeln hier so auffüllen. Also ich habe sind von den Zahlen von 3 bis 7. Scheinbar zumindest. Und ja, wir sollen die Lücke so füllen, dass da eine Rechnung aufgeht. Und in jede der Lücken passt nur eine einstellige Zahl. Ich habe den Zichten hochgeladen. Auf Video aber nicht. Ich kann ihn hochladen, wenn ihr wollt. Oh ja, mach mal.
Dabei sollen so wenige Stempel wie möglich verwendet werden. So. Also man kann natürlich 6 plus 3 gleich 9 machen. Aber dann wäre es halt eine 0 zu viel, ne? Sechs plus drei gleich 9 wäre halt eine 0 zu viel. 9 ist ja die höchste einstellige Fall, weil wenn die 6 umkehrt, dann wäre es halt eine 9 dann, ne? Also 6 plus 3 gleich 9 wird halt maybe gehen. Aber ich denke auch, dass das Ergebnis da hinten muss auf jeden Fall 9 hin. Nur wie kommt man jetzt auf die 9 mit 3 Ziffern, die man da ausbilden kann? Oh, man könnte natürlich, einfach 3 plus 3 plus 3, Dicker. Ja, okay, dann machen wir einfach die 6 und die 3. Ja, okay, easy. Weg gefunden. Das ist meine Antwort. Let's go. Ja, leider am Anfang ein bisschen reinschichten, aber am Ende dann doch noch das Rätsel gerissen. Gute Party. Stempel, die du zurücklegen musst, sind 3 und 6. Wenn die 6 auf den Kopf stellt, wirst du einen 9 draus. Und wenn du die 3 dreimal hintereinander stempelst, kannst du die Rechnung mit nur 2 Stempeln aufgelassen. Ja, Decker. Let's go. Oh. Hast du es etwa schon gelöst? Ganz toll. Und wie soll ich mir jetzt bitte die Zeit vertreiben? Langeweile? Sitze ich Mitglied einer Verbrecherbande? Irgendwas stimmt dort nicht. Irre ich mich oder schreibst du neunmaliger Rotzer mit mir vor, wie ich zu arbeiten habe? Hey! Oh nein, nein, nein. Das wird mir im Traum nicht einfallen. So, ist hier jetzt dieses Shipley's Restaurant? Bist du der Shipley hier? Nee, das ist Pellet. Willkommen in Londons bestem Restaurant. Ich hoffe, ihr habt mal Appetit mitgebracht. Und Sie, der Postbote sagt mir, dass Sie ein besonderes Faible für schwere Kopfnüsse haben. So könnte man es ausdrücken. Wie kann ich Ihnen helfen, werter Herr? Es ist so. Dieser Bart, ja, diese Werte sind immer geil. Werte und Laten sind immer geil. Aber was Livestream angeht, muss ich auch viel optimieren und verbessern. Ich habe halt nicht so wirklich Ahnung, wie man da das alles verbessert. Ja, keine Ahnung. Ich schicke mir auch so auf YouTube so mal ein Tutorial angeguckt, als ich ja noch nicht schlecht PC habe. So OBS-Einstellungen, wenn man halt der PC nicht so rund läuft. Da ist dann auch der Stream ein bisschen trashiger, aber er läuft dann halt wenigstens flüssig so. Das ist ein bisschen flüssiger als so halt. Und ja, das ist halt schon ganz vorteilhaft, so diese Einstellung. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar Tutorials. Generell gibt es so OBS eigentlich relativ viele gute Tutorials so. Und darüber habe ich jetzt auch noch gemacht. Also ich weiß jetzt auch alles gar nicht mehr aus dem Kopf so. Vor allem das Optimieren oder so, weil das habe ich jetzt halt gar nicht, weil das Ding ist einfach hier eine Jude-Kiste, da passt dann das alles. Ja, deswegen finde ich das cool. Und woher hast du Chatbox? Das ist so eine gute Stelle. Oh, das weiß ich eigentlich noch. Das ist J-Chat. Das habe ich ja damals genommen, weil das einfach simpel einzurichten war. Und das, weil ich heute könnte das sogar, glaube ich, mehr Anbieter. Aber damals waren es, glaube ich, so die einzigen, die noch 7TV Emotes auch noch einbinden konnten. Das war mir halt sehr wichtig so. Da war halt 7TV noch nicht so etabliert, mittlerweile selbst etablierter. Oh ja, da habe ich halt J-Chat gefunden, so. Ich glaube, mittlerweile kannst du auch mit Steam Element so gut finden. Aber ich finde auch die Font davon ganz nett.
Und ja, bin eigentlich trotzdem immer noch relativ zufrieden damit. Also, ja, Steam Elements hat halt mittlerweile auch so freie Chatboxen, aber ja. Ich finde es auch immer schwierig, so die passenden Chatboxen halt zu finden. Aber ja, mit der bin ich halt zufrieden und wie gesagt, es ist JChat. Ja, kannst halt alles einfach auf der Webseite einstellen und dann kriegst halt einen Link für dann halt deine Browserquelle. Und ja, ist alles super verständlich. Ja, also, ja, wenn du JChat suchst, findest du es auf jeden Fall. Und ja, ist halt super nice, ist halt super nice. Ah ja, okay. Es ist so, ich bin echt dazu gekommen, nur mal ein Plättchen für meine Tische drucken zu lassen. Damit man die Bestellung besser überblicken kann, wissen Sie, leider gab es da ein Malheur. Okay. Eljats Plätzchen, okay. Schöne Alliteration. Die Nummern plötzlich, die Player bestellt habe, sind angekommen, aber normalerweise ist das. Der Hersteller hat ja alle Nummern spielverkehrt aufgedruckt. Der keine Zeit hat, auf eine neue Lieferung zu warten, entschied er sich, möglichst viele seiner vorhandenen Plätzchen zu benutzen. Markiere alle Plätzchen, die absolut nicht zu gebrauchen sind, neu angefertigt werden müssen. Also alles, was keine spielverkehrte Zahl ist, so. 6 und 9 kann man ja noch verwenden. Ich weiß nicht, ob 2 und 5 geht. Ich weiß halt nicht, ob die sagen, 2 und 5 ist good enough. Das weiß ich halt nicht. Weil theoretisch würde das ja schon gehen, ne? So, also 0 geht auf jeden Fall. Machen wir erstmal, dass das Safe Call ist. 0 geht auf jeden Fall. 1 geht auf jeden Fall klar. Da bin ich mir halt unsicher. 3 würde ich sagen, geht auf keinen Fall so. Es sei denn, man hat halt Tisch E oder so. Keine Ahnung. 4 geht auch auf keinen Fall. Da bin ich ja wie gesagt unsicher. 7 würde ich sagen, geht auch nicht. 8 Safe. Und 9 ja, geht auch auf jeden Fall, weil man dann kann ja 9 als 6 benutzen und 6 dann wiederum als 9, als einfach dreht. Bei 2 und 5 bin ich mir halt super unsicher. Also theoretisch wird es das gehen, aber es wird halt nicht genau aussehen wie die jeweilige Zahl, ne? Obwohl, wenn es umdrehen wird, dann sieht das schon eher aus wie eine 5, ne? Und das andere sieht auch schon eher aus wie eine. Sieht auch aus wie eine 2, ne? Ah ja, ich würde sagen, das geht. Ich würde sagen, es ist schon so gedruckt, dass es geht. Also ja, ich glaube, die 3 gehen nicht mehr. Ja, das sieht vielversprechend aus. Oder? Ah, nee, okay. Nun, Beharrlichkeit ist eine Tugend. Okay, gut. Also geht es nicht. Also ja. Dann müssen wir wohl die 2 und die 5 noch aussortieren. Ah ja, 6 und 9 kann man ja easy einfach umdrehen, ne? Wenn ich so auf den Kopf ruhe, dann geht das ja. Und der Rest, der passt ja dann sowieso schon. Ja, das sieht vielversprechend aus. Ne, oder habe ich irgendwas übersehen? Habe ich etwas übersehen? Oh, warte, oh, safe kann man... Safe, doch, die 3 kann ja safe einfach drehen, oder? Safe, die 3 kann man ja drehen, ne? Ach ja, safe, true, die 3 kann ja einfach drehen. Warte, dann können wir in dem Fall aber die 7 auch drehen, ne? Weil die 7 geht ja hier einfach so, wenn man dann die 7 einfach hier um die eine Acke irgendwie so dreht, dass das hier irgendwann unten ist, dann wird die 7 ja auch funktionieren. Also dann 3 und die 7 auch da, also nur die 4 nicht. Okay, bearbeite auch gerade mein Overlay. Let's go. JHL kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nur was das Einzige, was da erst ist, da gibt es auch so Optionen, dass man halt die Schriftart immer noch ein bisschen umrahmt hat, was halt ganz cool ist, so wenn man halt
weil den Chat einfach so vom Hintergrund hat, weil zum Beispiel hier bei dem, wenn es einfach nur weiß ist, ich meine, ich habe da ein bisschen Schatten drauf, so. Das funktioniert bei JChat gut, aber wirklich diese Rahmen und die Schrift, das funktioniert halt nicht gut. Weil dann geht das auch irgendwie so, wie so Striche durch die Schrift noch durch und sowas alles. Und das ist halt nicht nur so ein Rahmen um die Schrift, so wie so ein schwarzer Rahmen, sodass ich dann auch, wenn der Chat zum Beispiel halt auf weißem Untergrund liegt, dass es sich davon auch abhebt, sondern geht das halt irgendwie so durch die Schrift noch durch, so irgendwie so schwarze Striche und so. Und das sieht ja irgendwie wie so aus, wie halt auch auf die Schrift noch gekritzelt, aber ja. Deswegen, ja, habe ich einfach nur so ein bisschen Schatten dran. Was auch falsch? Laber nicht. Laber nicht, wie ist das falsch? Ich könnte ja alle deine fucking Blättchen richtig drehen. Mein Gott, wirklich, ich könnte dir alle deine... Oh, warte, könnte ich doch nicht. Hör mir gerade so auf. Aber jetzt könnte ich's. Obwohl, wenn ich das jetzt so umdrehe, wenn ich das jetzt hier auf der Seite drehe, dann ist das eine 5 und das eine 2, doch. Doch, ich könnte die alle richtig drehen. Wenn ich das hier einmal so hier an der Seite drehe, ist es 3. Oh Gott, doch, ich könnte die alle... Ah nein, die nicht, die 6 und die 9. Ich dachte eigentlich 6 und 9 ist safe, aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, 6 und 9 geht actually nicht. So sollte es stimmen. Nass? Nun, Beharrlichkeit ist eine Tugend. Ach, halt doch die Fresse, Layton, ey. Ich sehe nicht, was du meinst. So. So, das ist eine 6. Ah, warte, das ist immer noch eine 6, ne? Also, wenn es auf den Kopf guckt, ist die 9 immer noch eine 6, aber die 6 ist trotzdem keine 9 direkt, ne? Aber es sei denn, man würde die 9 auch wieder so drehen und... Nee. Ich glaube, dann die 2... So sollte es stimmen. Hä? Ja, halt mal die Fresse. Halt mal die Fresse, Dicker. Was soll das? Was soll dieser Trick Scam-Betrug leiten? Also guck mal, wenn ich die 2 und 5 auf dem Kopf drehe, dann gehen die ja safe. Ne? So, die 0 funktioniert ja in allen Fällen. Die 1 auch. Die 3, wenn ich die 3 um 180 Grad drehe, also nicht umdrehe, sondern so im Kreis halt drehe, geht die ja auch wieder. Die 4 geht nicht, egal was. Und die 2 ist auf dem Kopf, also wenn ich um 180 Grad drehe, geht die 2 auch wieder. So, die 6. Aber nur die 4 hatte ich doch eben auch schon. Nur die 4 hatte ich doch eben auch schon, ne? Und hier doch, wenn ich die 9 hier so entlang drehen würde, würde das ja auch irgendwann gehen, oder? Deswegen, hatte ich schon nur die 4, ich glaube, aber ich hatte schon nur die 4 probiert, ne? Das sieht vielversprechend aus. Nein? Habe ich etwas übersehen? So, okay. Gucken wir nochmal nach der 7. Gucken wir nochmal. Ah, die 7, finde ich, müsste eigentlich auch gehen. Okay, probieren wir es nochmal mit der 7. Mal sehen, ob das stimmt. Och, ey, leck mich doch. Dann muss ich einen Fehler gemacht haben. Hä? Ich check's nicht. So, komm, gib mir den ersten Tipp und das ist wahrscheinlich hier so ein obvious Hinweistipp. Die 0 kannst du behalten. Oh, was? Echt? Die 0 und die 1, die ja achsensymmetrisch sind, kann ich behalten? Was? Wie? Neuigkeiten, Digga. Danke für den Tipp. Digga.
Oha, die 8 passt auch so, wie sie ist. Die 5 und die 2 ähneln sich ziemlich, was? Echt? Nein. So. Wenn du die 94 Grad bis gedreht, kannst du sie ebenfalls verwenden. Hä? Um 90 Grad drehen die 4. Und dann geht die auch, was? Oh, ja, hier, 90 Grad in die Richtung, dann geht die 4 aus. Okay, dann ist einfach alles. Da kann man einfach alle irgendwie verwenden. Hä, doch, man kann alle. Ich bin smarter als Layton. Layton hat das einfach nicht gecheckt. Nee, ich glaube, dann ist einfach nur die 6, ne? Aber einfach nur die 6 nicht verwenden. So sollte es stimmen. Also wenn es jetzt falsch ist, Digga, Layton hat es einfach nicht gecheckt. Layton ist einfach lost, so, Digga. Der hat es nicht gecheckt. So, hä? Soll ich mir einen super Tipp holen, Digga, weil... Digga, ich kann ja nichts für Laytons Dummheit, so. Sieh die 7 an. Hui, einiges hier funktionieren sie so, wie sie sind. Von denen man denken würde, auch das sind wahrscheinlich 6 und 9, ne? Aber guck mal, wenn die... Ja, es könnte sein, dass es nicht geht. Okay. Dann sind wahrscheinlich 6 und 9. Danke. So gefällt mir das. Aber man kann es auch trotzdem erkennen, so die Gäste würden das trotzdem irgendwie erkennen. Und du schreibst einfach kritz da drüber, das kann man doch irgendwie weiterverwenden, Digga. Fickt euch doch. Ja, gut. Ja, hier zeigen wir noch. Ja, schön. Egal. Super Rätselmeister, das super knifflige Rätsel gelöst. Let's go! Scheinbar habe ich mich an die richtige Person gemacht. Genau, ich löse Rätsel. Ich löse jedes Rätsel. Dafür gibt es beim nächsten Besuch ein leckeres Dessert aufs Haus, Digga. Oh Gott, gönne. Gönne, Reno. Danke. Was ist die Milch? Let's go, Milch. Und eine neue Lieferung für Germi erhalten. Let's go. Und spielen wir zum Abschluss noch das Germi-Rätsel. Spielen wir zum Abschluss noch die Germi-Knobelrei. Pallas Brachrezept. Oje, Milch und die Leber. Ich will eine Terrine meiner feinsten Tomatensuppe zubereiten. Aber mir sind die Rotfrüchte aufgegangen. Bringst du mir eine? Let's go, machen wir natürlich. So. Okay, haben wir wieder unseren kleinen Germi. So. So, was machen wir? Was spricht dagegen, das einfach so zu probieren? So. Er baut uns einfach hier ein bisschen rum. Der Germi-Papagei. Und dann, dann bauen sie aber hier ab, ne? Da ist die Zeit abgelaufen. Guck mal, er steht einfach wie Mario. Er macht so dieses... Und gute Nacht, Dead Louis. Rein, schlaf gut und moin Tee, Digga. Dead Louis und Tee hassen sich einfach. So indirekt. Hassen sich einfach so insgeheim. So Tee kommt erst rein, wenn Dead Louis raus ist. Nicht passives geht. Wir sind gerade dabei, ein Germi-Rätsel zu lösen. Mit unserem Papagei Germi. Und wir haben halt immer so Seile, auf denen er so bouncen kann. Das ist teilweise schon wild. Ja, aber das ist öfter so, ne? Ja, wie ist es echt manchmal so, dass das einfach so perfekt passt und irgendwie ist es so lustig. Oh, okay. Ich hätte das bitte privat, okay? So. Alrighty. Wie machen wir jetzt unseren Popogoi, dass er hier so fliegt? Ich meine, das wird es ja wohl kaum sein, oder? Oder? Moment. Nein, das ist komplett abgespaced, so. Nein. Oh. So. Okay, machen wir nochmal neu. So, wie das Rätsel ist halt immer, dass er so immer an den Seilen so abbaut und dann halt weg
am Hüpfen ist. So, so passt sie auch nicht so. Also wir müssen irgendwas... Ah ne, das wollte ich nicht. Shit. So. Da können wir der Papagei. Let's go. Können wir starten. Wop. Deutsche Kante. Ja, moin. So. So, kann er sich jetzt so damit so hochboosten irgendwie? Geht das? Nein, okay, nein. Nicht in den Abgrund. So, warte, ich habe gesehen, hier könnte er sich ja schon so abboosten, dann hier so leicht da drauf gehen. Nur das ist dann so einen kleinen, schwachen... Haha, wie erbärmlich, okay. Da läuft die Zeit vorab, glaube ich. So. Ah, aber der kann ja nicht bis da ganz hoch, nach oben, oder? Oh, warte, aber kommt mich vielleicht auf das Ding da drauf? Das haben wir eben schon versucht, ne? Das war ja das, was so semi-optimal, also suboptimal funktioniert hat, ne? Aber vielleicht passt in der Zeit noch? Nein, das passt selbst nicht in der Zeit. Na, 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 na. Okay, probieren wir es so. Warte, was wär's? Ah, nee, da kommt... Was, wenn wir ihn hier so und dann hier so... Da landen. Ah, was? Das könnte echt gehen. So, hier so und dann so irgendwie. Okay, aber ich glaube, dass die Richtung ist schon mal ein guter Start. Ich glaube, die Richtung ist schon mal echt ein guter Start. So, dann wäre wieder dieses Enge, ne? Warte, wenn das Enge einfach so ein bisschen weiter machen. Wie sieht es damit aus? Dann bounce ja halt immer so dazwischen. Okay, nee, dann bounce ja einfach nur zurück, okay. So. Ich habe das halt schon gefühlt so damit eigentlich, ne? Aber das ist ja dasselbe wie eben, ne? Ha. Was gibt's hier noch für Wege für den Startansprung? Also für den ersten Teil hätten wir das entweder, das ging auch noch, das ging auch noch, das ging sogar auch noch. Aber ich glaube, die sind nicht alle zu steil. Also ich glaube, entweder der oder der. Also ich will noch mit denen probieren. An sich halt absolut nicht, wie das weitergehen soll. Und warte, was, wenn wir den hier machen und dann wird der so hier auf dem da landen? Ah ne, das ist ja wieder so da eingequetscht, ne? Der. So, was? Oh, warte, was, wenn der hier so da hochbounced? Ah ne, dann bounced der da schon zurück, okay. Shit. Shit. Weil der muss ja gleich auf jeden Fall auf den bouncen, so. So, von dem könnte er vielleicht auch von da drauf bouncen, so. Wenn man gut zielt. So vielleicht. Nee, so. Damn. Rest in peace an all die Papageien, die für die Lieferung, an all die Germis, die für die Lieferung hier von uns gegangen sind. Aber nee, das funktioniert ja nicht hier. Mit dem langen Hans funktioniert ja nicht so. Nee. Aber da kommt er fast drauf, ne? Da kommt er fast drauf. Warte, was, wenn er das so machen, so? Aber da kommt er gar nicht so weit damit, ne? Oh, warte. Also der Punkt müsste halt irgendwie so ein bisschen weiter unten sein eigentlich, so, ne? Damit das geht. Shit. Hier gehe ich gerade lost. Kann ich hier auch Hinweise geben, so? Ah. So, was passiert, wenn ich einfach das mache? Okay, dann geht er einfach in die andere Richtung. Gut. Das ist jetzt auch suboptimal. Was ist das? Okay, das geht gar nicht.
Let's go. Wenn ich einfach diesen hier mache. Was, wenn ich hier so mache? Aber da kommen wir gar nicht hin, ne? Da fliege ich einfach straight up vorbei. Und ich kann ja keine zwei Dings nebeneinander machen, so. Das ist ja unmöglich, sagt das Game. So, wenn ich hier so... Aber nee, dann bauen wir wieder nur zurück, ne? Wenn ich das so mache vielleicht, dass er nicht instant zurück... Okay, warte. So, wenn ich so mache, was ist dann? So wird er immer so ein bisschen zurückgehalten, aber auch gleichzeitig ein bisschen nach vorne geboostert. Aber okay, Zeit abgelaufen. Bin back, willkommen zurück, nur was geht. So, probieren wir das nochmal weiter. Das dauert halt viel zu lange, ne? Da wird auch immer so zurückgebounced wieder. Mit Spieler, mit Spieler, ja moin. Oh, warte, könnte der Vogel auch da drauf landen, actually? Ne, da drauf landet er aber nicht. Da fliegt er noch gerade vorbei, oder? Ja, da fliegt er vorbei. War einfach nur weg, okay, okay. Ich habe auch vier Seile, ne? So, ne, also ja, so fliegt er ja einfach nur zurück. Also er darf ja zurück, aber nicht zu weit zurück. Warte, was? So, hatten wir das schon? Ich glaube, das, ich hab das Gefühl, das hatten wir schon. Da hatten wir das schon, ich glaube auch, aber... Kleine dicke Stulle gegessen mit Tomate, Frischkäse, Zwiebel, Salat und Cheddar. Das war ein Schmaus, könnt ihr mir glauben. Oh. Das ging echt egal. Tomate, Frischkäse, Zwiebel, oh. Man muss mal gucken, ob meine Eltern waren heute wieder einkaufen. Ich hoffe, die... Mal gucken, ob die auch so einen geilen Shit noch mitgebracht haben. Ja, irgendwie müsste er halt erst weg sein, so, und dann wieder erst kommen, wenn ich den, so, wenn ich den dann halt brauche, so, ne? Aber so ist es halt nicht im Leben, ne? Ich bin so clueless hier gerade, Digga. Wie vermeide ich, dass er da irgendwie verschwindet? Also irgendwie funktioniert ja nichts hier. Haben wir das überhaupt geplaytestet so? Das hat besser funktioniert, als ich erwartet habe. Hier müsste halt irgendwie noch so ein Punkt sein, dann würde es gehen. Ich war einfach mal so, der ja kein... Kein Plan. Ein Mädchen, ey, bitte. Das ist schon nicht lösbar. Damn. Und so führt er meine RX550 für meine Virtual Machines zusammen. Basically sind meine Virtual Machines sicher von echt PCs wahrscheinlich. Wow. Damn. Ah ja, ich meine, das ist einfach echt nicht das. Aber warte, wenn ich hier baue, dann baue ich ja doch direkt da ab. Aber so, dann müsste halt hier dieses Teil einfach kürzer sein, so wo der Bounce, so. Hier dieses Teil, wo der Bounce, müsste einfach kürzer sein, damit es geht hier. Also hier diese obere Gefahren muss einfach kürzer sein, dann wäre es ja ganz simpel. Aber das ist nun mal leider nicht kürzer. Da wird er immer noch zurückgeschattet. Ich glaube, deine Virtual Machine besser aussieht als mein Set, aber so. Damn. Sad. Habe ich einfach zu blöd für dieses Rätsel so? Ich meine, so steil kann es ja auch nicht sein, sonst bauen wir es halt einfach wieder nur zurück. So. Wenn es zu steil ist, dann bauen sich das scheiß Papagei einfach nur wieder zurück. Das kann ja auch nicht sein. Aber es muss ja eigentlich ein flacher Start sein. Und selbst hier bauen sie ja schon zurück, ne? Also, ja, selbst hier bauen sie der scheiß Papagei ja schon zurück. So, also es kann es ja eigentlich entweder nur der sein oder der hier nach unten.
So, wo fliegt noch hin, wenn es der nach unten ist hier? So, dann fliegt der halt da lang. Aber wenn ich da jetzt eben die Leine in den Weg spanne, dann bringt das dem ja auch nichts mehr. Es sei denn. Oh. Ah, shit. Aber machen wir nochmal. Warte, wie hatte ich das jetzt so, so. Aber nee, das ist ja hier wieder so getrappt, ne? Aber egal. Nein! Mann, nicht neu machen die ganze Zeit. Abflug. So, nein, da wird ja hier schon zurückgebounced, ne? Ja, ach, komm. Ich check auch nur, würde sogar einen Backseat, ne? Aber war sie auch kein Weg. Ja, ne? Irgendwie. Man weiß ja nicht, wie dieser Scheißvogel fliegt. So, kann er nicht einfach fliegen? Du bist ein Scheißvogel, flieg doch einfach da drüber. Was für, ich muss hier irgendwie eine Trampoline bauen, dass du da. Dass du da hochspringen kannst oder irgendwie sowas, hä? Was für. Hä? Du bist ein Scheißvogel, flieg einfach, du kleiner Sack. Ich habe auch Heide Würde Machines. Ja, stabil, stabil. Digga, fuck mich so ab. Warum habe ich dieses scheiß Vieh nach Germi benannt? Du hast den Namen Germi nicht verdient, du kleiner Fickvogel. Der Leck, der gesimpft wird, der jetzt ohne Probleme mit dem Apfel abheben. Damn, so true, so true. Also, sie sind wirklich, ich kaufe ist so eine geile Technology, okay. Wir haben keine Ahnung, was KVM ist. Ist das sowas für Virtual Machines oder sowas? KPDK. So, okay. KP, Junge, ich muss weiter Papagei helfen, Frische zu delivern. Und klicke ich dabei scheiße so. Aber so, warte, wo fliegt ihr nochmal lang? Du fliegst hier so, machst so, boom, fliegt dann so da drüben hin. Aber jede Linie, die ich ja irgendwo spanne, sorgt ja wieder dafür, dass er einfach abnippelt, oder? Oder die vielleicht? Wie fliegt er, wenn ich die dahin spanne? Oh. Da landet er auf dieser Linie drauf, ne? Da landet er da drauf. Aber was bringt dir das? Was bringt mir das? Warte, aber hier bounce er auch gegen, ne? Hier bounce er auch gegen. Wenn ich das irgendwie nutzen könnte, den Bounce. Aber nein, da stößt er ja dann wieder gegen dieses Teil da. Ach, Mann. So vielleicht, wahrscheinlich nicht, aber keine Ahnung, ich bin hoffnungslos. Also ich dachte mir, ich mache noch lustiges Papageienrätsel einfach schnell zum Abschluss, fix gelöst wie davor. Hier einfach schnell das Papageienrätsel lösen. Wir einfach nur ins Verderben stürzen sehen. Weil ich kann nicht die auch damit verbinden. Nee, ne? Ficken! So, was, wenn ich den mache? Und dann den hier mehr. Das geht ja alles nicht. So, der wird ja safe nicht da. Stürzt doch in dein Verderben, ganz ehrlich. KWM steht für Kernel Virtual Machine, ist eine Virtualisierungsplattform, auf der Betriebssystemrechnern operiert. Rechten wahrscheinlich, oder? Also kann man mit KWM alle Ressourcen seines Rechnern für Virtual Machine ausschalten. Ich habe mit einer VM Vollzugriff auf eine RX 6700 XT gegeben. Man konnte so Microsoft Fly mit sehr guter Performance. Oha.
Vielleicht ist es ja schon ein Brett so. Vor allem Speicherplatz hier ja auch der. Alright, danke für die Erklärung. So. Das mit einer bekackten Bildschirmmaschine. Okay. Stock. So, was weiß ich jetzt, wenn ich nochmal das mache? Wenn man jetzt peu à peu. So, da bauen sie immer wieder zurück zum Start. Da kann ich ja nichts Neues hinmachen. Weil ja immer nur die gleiche Route fliegt. Bis er irgendwann abnippelt. Die Technologie ist besser als ja komplett Open Source. Warte, was noch mal hier? Was war noch mal hier? Da kommt ihr irgendwann da dran und dann stirbt er einfach, ne? So. Wie war das hier? So. Vielleicht so, aber dann. Aber wenn ich das hier mache, das geht halt nicht. Das geht halt nicht. Ach ja, sei doch still, scheiß Papagei. Sorry. So, jetzt hier kannst du so raushüpfen. Ich habe auch keinen Plan. Ah. Okay, das geht zum Beispiel schon mal gar nicht. Hä? Hier gibt es auch keine Hinweise oder so. Hier gibt es gar nichts. Gar nicht, wenn wir irgendwie an die Hand genommen oder so. Bitte hilf mir doch mal. Ich bin dabei zu sagen, das hier ist das erste Ding. Ja, verschollen, lass mich doch dann einfach schnell wieder weitermachen, anstatt mich doch noch ewig in diesem scheiß Screen zu lassen. Meine Fresse, ey. Wie ich in dem scheiß Scrollen Screen ich dann noch immer bin. Das will ich Bonus, aber warte. Kann ich hier so hoch jumpen irgendwie so, aber ist das wieder im Weg davon, ne? Mann! So vielleicht. Wie komme ich da hoch? Wie? Ja, scheiß Papagei. Ja, warum bist du zu dumm zum Fliegen, du verkackter Papagei? Du denkst auch, du bist ein fucking Strauß oder sowas. Ach Mann. Junge, ey. Wie willst du da hochkommen? Sag sie doch einfach, Digga. Du bist doch angeblich so ein schlaues Tier. Sag mir doch einfach, wie du da fucking hochkommst. Flieg doch einfach, Ledry. Ist ja nicht so, dass es jetzt Arsch wegkommt. Guck mal, der steht direkt da drüber so. Also, wenn du zu faul bist, das zu fliegen. Oder holst du einfach selber, du scheiß Koch, Digga. Bin ich jetzt dein Bediensteter? Was krieg ich ja für nichts? Ein Dank, oh, ich hab dich glücklich gemacht. So, wo ist meine Bezahlung, Digga? Letzten Leute für free arbeiten? Früher nannte man das Sklaverei, du kleiner Sack. Nein, da die Würfelmaschine Vollzugriff auf die GPU hat, kann das auszusehen nicht mehr an der GPU an sich machen. Das heißt auch, dass die Würfelmaschine dann die Bildschirme selbst kontrolliert. Außerdem habe ich mit der Würfelmaschine Zugriff auf meine externen Soundkarte geben und auf meine Tastatur und Maus. Basically habe ich einen vollwertigen Windows-Rechner, der aber nur fake ist. Okay. Also jetzt wieder zu dir, du kleiner Sack. So, jetzt mach einfach diesen Abbruch und spring einfach hoch da drüber so. So schnell kann das ja nicht sein. So. Spring doch einfach! Spring! Spring! Ich will das nicht mehr. YouTube-Upload wird halt wirklich Layton ins Peter-Register warte, Digga. Ah.
Und so machen wir das Rätsel, machen wir diesen Approach, den ich schon tausendmal gewählt habe. Machen wir jetzt noch einmal. Schau mal, mit deinen scheiß Ufi-Geräuschen, was denkst du, wenn du denkst, ist das hier noch Spaß? Denkst du ernsthaft, dass wir hier noch Spaß, du kleiner Drecksvogel? Und warte, da oben ist noch ein Punkt. Da oben ist noch ein Punkt. Nein! Spring doch daran! Jetzt geh einfach da hoch. Ja! Ja! Wie war das eben? Wie war das eben? Ja, bei Glaubmaschinen wird immer eine Wünsche mich hier energetisch hier voll Zugriff auf einen GPU-Grill. Ah, okay. So, er macht so. Hey, du läufst jetzt völlig anders als beim letzten Mal, du kleiner. Kleiner Penner. Oh, aber warte, er landet direkt da oben, der Vogel. So, der Drecksack landet direkt auf dem Ding. Das war ähnlich, weil der gestoppt wird, ne? Weil der gestoppt wird, landet er direkt da auf dem Teil. Was ist, wenn wir es hier entziehen? Das geht nicht! Warum geht das nicht? Was war ein Zuschauer so sauer? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber hä, der springt... Aber wenn wir das da platzieren, dann wird sein, dann, wenn wir das da passieren, dann wird sein Sprungpattern anders. So, dann wird es kurz abgekürzt. Vielleicht ist es einfach das. Nein, okay. Spring dein Tod. Warte mal. Ha. Ich habe es viel zu leicht und wegen minus 2 IQ. Wieso? Wieso? Kann ich einfach eine Treppe? Nein, nein, nein! Oh, warte doch! Warte, ja, weil dadurch wird der Sprungpattern anders, das heißt, er kommt da drauf und dann geht die Treppe. Oh mein Gott. Ja, Tee, du verdammtes Genie, ja. Dadurch wird das Sprungpattern anders und deswegen funktioniert die Treppe. Weil nur durch dieses Seil springt ihr in einem anderen Rhythmus. Vorher ist das nicht gesprungen, gegangen. Slash Ben T2KX. So. Aber das war ein guter Call. Ich glaube, das war ein guter Call. Weil dadurch ist das Sprungpattern angewandt. Weil vorher, ich mache das jetzt nur mal zu Demonstrationszwecken, vorher ist er halt gar nicht da hochgekommen. So. Durch diese Veränderung der Sprung, der Dingens. Ist dann halt dieses Sprungpattern entstanden, so. So, okay, warte, wie springt der jetzt? Vielleicht könnte er es nämlich schon so darüber schaffen, ohne irgendwelche weitere Hilfe, so. Ja, der scheint noch nicht ganz weit genug zu kommen, ne? Warte, wie macht er es, wenn wir es einfach so weglassen? So, komm.
Aber nee, da fliegt er. Das ist zu direkt, ne? Da fliegt er einfach. Oh, oh, oh! Ja! 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 Oh. Dass das ein Koalitionsheld mit dem Jump habe ich sogar gar nicht gewusst. Let's go. Ja, aber das mit der Treppe, weil den Gedanken hätte ich halt vorher auch schon, aber da hat das nicht funktioniert. Und dann dein Gedanke, dass du ihn nochmal mit der Treppe wieder eingeworfen hast, hat mich dann dazu gebracht, das so zu kombinieren. Und ja, haben wir die Treppe gesehen. Ja, die Treppe habe ich auch gedacht. Aber ja, ich wusste halt schon, dass man nicht auf die Treppe hochkommt. Aber ja, dann dieses Ding, was wir halt davor discovered haben, dass sich das Sprungpattern sich dann ändert. Das war die Lösung. Let's go. Wir haben es geschafft. Und wirklich mit Teamarbeit. Wirklich mit Teamarbeit. Let's go. For real though, mit Teamarbeit geschafft. Wunderbar und sehr pünktlich. Naja. Ob das jetzt so pünktlich war, ich weiß ja nicht. Aber danke, Papagei. Ich schulde dir was. Evola, die Tomatenterrine, auf die Welt gewartet hast. Na, willst du mal kosten? Terrine! Ja, neuer Lieferflug. Und diesmal hat er so, sorry, Koch, ich dachte, wir kriegen ja Bezahlung, aber wir kriegen wenigstens ein bisschen Terrine. Aber was für der Papagei darf kosten, ey? Ich habe dieses scheiß Rest gemacht. Der Papagei ist ein bisschen gehüpft, so, die ganze Zeit irgendwie gestorben. Und der kriegt jetzt die fucking Belohnung? Was mit dem los? Was mit dem los? Das ist die unfaire Gesellschaft. So. Oh. Aber jubilidubi. Ich würde mal sagen, wir können noch mal schauen, wer denn live ist. Artis ist noch live. Oder Artis ist heute wieder live. Ja, war fun, enjoyed my stay. Let's go, let's go, let's go. Das war nicht. Jetzt am Ende ein bisschen aggressiv war, sorry dafür. Scheiße, aber gar nicht so abgefuckt. Damn, Junge. Wie kann man so einen. Aber ja, gehen wir wieder zu Aaron, zu dem Artik. Let's go, let's go, let's go. Vielen lieben Dank an jeden, der heute wieder dabei war. Es war mir das reinste Vergnügen heute mal wieder. Late Night hat ja richtig Bock gemacht. Bis auf der Fall geil, wo man geil so bist. Und bei Aaron heute gibt es Gartik, also. Ja, weil sie. Weil ich ob es noch eine Runde gibt. Aber sie sind auf jeden Fall gerade noch am gucken. Aber ja, lass auf jeden Fall da schöne Grüße da. Vielen, vielen lieben Dank, wirklich. Für die neuen Follower, für die ganzen Chatter, Support, Zuschauer. Vielen, vielen Dank für euch immer sehr. Und ja, am Mittwoch gibt es dann wieder Minecraft. Da soll ja auch das neue Update kommen. Ich weiß auch nicht, ob das dann für Nitrado-Server schon alles verfügbar ist. Gucken wir aber dann. Aber ja, wenn das da ist, können wir uns da auch nochmal auf dem SMP das neue Update anschauen. Und ansonsten machen wir einfach anderen Kram so. Und ja, Mittwoch 20 Uhr sehen wir uns wieder. Haut rein, habt bis dann eine wunderschöne Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, vielen, vielen Dank für euren Support. Und let's go, war fun, enjoy my stay. Vielen Dank, T. Und tschüss, Nord, tschüss, T. Sehen uns beim Raid. Ciao. Vodkoka, ja, moin, Dicka. La, 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 la.